Okay, ich habe mal jetzt auf Aufnahme gedrückt. Ich drücke auch mal auf Aufnahme. René, du auch, ne? Ja, ja, ja. Genau, und dann war das nämlich so, dass, wie war das jetzt? Genau, das war nämlich bei Spiel des Wissens. Ganz, ganz schlimm. Waren beide mach auch Musik in der roten an, mach Kategorie. Musik an. Musik. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Moin, moin. Der Matthias. Morgen, man hat mir den Mund verboten. Ja, endlich. Nein, mal. Wir haben nur Musik gespielt. Und ich bin der René. Ja, sag ich doch. So, die Füße haben sich erholt. Die Ohren haben auch wieder an den normalen Lautstärkepegel sich angeglichen. Ja. Die Messe ist vorbei. Ja. Aber wir haben ja wie gelernt, geht's euch? Wir haben ja gelernt, nach der Messe ist vor der Messe? Nein, während der Messe ist. Nach Essen ist vor Nürnberg. Nee, während der Messe ist immer ein Jahr weiter. Also für mich war ja heute die zweite, also meine Spiele sind heute endlich angekommen. Es ja, ist heute der 7. November. Oder Hermes sei Dank. Drei Viertel meiner Spiele sind heute angekommen. René, das nächste Mal verschicke ich die einfach direkt von der Messe. Das wäre doch mal was, ne? Ja. Das kannst du machen, da gab es ja diesen Service. Ich glaube, die Stunde hättest du auch noch in der Schlange stehen können. Nee, ich war da den einen Tag, bin da lang gegangen, da war nichts los. Das war eigentlich, wenn man das richtig plant, dann kann man das, wahrscheinlich darf man da nicht irgendwie nach 16 Uhr hingehen oder sowas, wenn alle das machen. Das ist richtig, das sollte man vielleicht nicht. Aber da könnte man zum Beispiel bei mir am Stand die ganzen Spiele einfach hinstellen und am nächsten Morgen schnell damit dann hinlaufen. Und Kartons haben die auch und, kleiner Hack, bei Feuerlandspiele haben sie auch die Kartons einfach so rausgegeben. Das war sehr praktisch eigentlich. Also Kartons hätte ich auch rausgeben können, bloß meine wären wahrscheinlich zu klein. Ja, das war auch nur ein kleiner Karton, haben wir nicht festgestellt, deswegen sind sie auch nur drei Viertel meiner Spiele. Ich weiß gar nicht, was René jetzt noch alles da hat. Wenn der nächste Karton kommt, ist es wieder wie Weihnachten. Ja. Ui, so, was aber, kommt denn da? René, erzähl mal, was ist denn das heutige Thema? Wir beschäftigen uns ein bisschen mit der Spielemesse, ach, die jetzt vorbei ist. Wir machen ein bisschen Nachlese. Wollen mal gucken, wie es uns so ergangen ist. Ja, jetzt so eine Woche danach, ne? Naja, für fast zwei Wochen für die Hörer, ne? Ja. Also ich bin. Wie es dem Matthias Woche geht, nachdem hier. Er wieder, nachdem er auf Entzug jetzt ist. Ich sitze schon an der Standplanung für nächstes Jahr. Ja, das meinte ja. Ich. Hat ja auch nicht funktioniert dieses Jahr, ne? Ja, doch, natürlich hat das funktioniert. Das war vielleicht nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, aber man muss immer ein bisschen damit rechnen, da dass es anders läuft, als man will. Ein Stand war da, ja. Ja, ja, genau. Nur keine der Planung. Auch, genau, da gab es auch eine Planung zu und es gibt auch für nächstes Jahr eine Planung. Die ist halt bloß wieder anders, das ist alles. Erzähl doch mal ein bisschen die Stand. Nein. Ja, nicht jetzt. Nein, wir wollen jetzt eigentlich über die Messe reden. Nee, wir wollen erstmal ein bisschen was über Spiele reden. Ach ja. Und da fängt einfach der Arne gewohnheitsmäßig mal an. Ich hatte jetzt den Finger schon auf meinem Soundboard. Ja, das kommt dann danach. Nee. Genau. Nein, ich möchte. Ja, jetzt geht's natürlich jetzt mit den Neuheiten gleich wieder los, aber das Spiel erreichte mich noch tatsächlich kurz vor der Messe. Ich möchte über The Game Face-to-Face reden. Das Duell für zwei. Muhaha. Mit Totenkopf. Zweifarbig. The Game Face-to-Face ist eine Zweispieler-Version von The Game, was ich eigentlich relativ, na nicht relativ, sondern richtig gut fand. Und dieses Face-to-Face ist jetzt für zwei Spieler. Und es geht jetzt darum, dass man nicht mehr kooperativ spielt, sondern gegen den anderen Spieler. Buh. Bitte? Buh. Wieso Buh? Kooperativ. Ja, aber du wirst, glaube ich, das Spiel trotzdem mögen, könnte ich mir. Ich weiß schon, dass ich es mag. Ja, ich meine, ich wollte jetzt den Spannungsbogen doch aufbauen. Ach so, Entschuldigung. Also in The Game Face to Face geht es darum, dass jeder Spieler ein Kartendeck aus 60 Karten bekommt, das durchmischt und wieder Karten auf die Hand kriegt. Ich glaube, 5 oder 4, 6, 12. Ist sechs ja auch Karten und es sind natürlich nur 58. Genau, und es geht natürlich darum, ein Stapel aufsteigend und ein Stapel, also es gibt eine Reihe, die man aufsteigend sortieren muss und eine Reihe, die man absteigend sortieren muss. Soweit halbwegs bekannt von The Game. Das ist so dieser The Game-Mechanismus. Das Ganze sieht halt so aus, dass wenn man dran ist, muss man zwei Karten in seinem Stapeln irgendwie verbauen. Wenn man das, also mindestens zwei, sagen wir es mal so,
wenn man auch mehrere verbaut, darf man zwei Karten wieder nachziehen. Ja? Ansonsten, ja. Das sind so diese ganz normalen The Game-Regeln. Aber man darf halt nur zwei nachziehen, wenn man in seinem eigenen Bereich bleibt. Der Clou jetzt bei diesem Spiel ist, dass man dem Gegenüber, ich mache jetzt Anführungszeichen mit meinen Händen, helfen kann. Naja, doch, man hilft ihm ja. Man muss. Man muss nicht. Wenn du was bei ihm legen möchtest, dann musst genau. du ihm helfen. Der Clou ist nämlich, dass man jetzt dem Gegner Karten auch in seine Reihen legen kann, aber entgegen seiner Sortierrichtung. Also wenn er in einen Stapel, in einem aufsteigenden Stapel irgendwie jetzt die 20 liegen hat und er müsste halt 20 oder höher reinlegen, darf ich als Gegenspieler unter dieser 20 bleiben. Ja, also ich setze seinen Stapel wieder in die andere Richtung für ihn gewollt, also für ihn positive Richtung, nenne ich es jetzt mal so, lege ich ihm eine Karte rein und lege ihm eine 15 rein. Das heißt, sein Kartenstapel wird wieder ein Stückchen zurückgesetzt. Das heißt, also du kannst beliebig legen. Also wenn er auf seinem, ich muss nach oben Stapel schon 58 hast, kannst du trotzdem eine 3 hinlegen. Ja, aber du darfst halt keine 59 in seinem nach oben Stapel legen. Nein, das ist richtig. Du darfst ihn quasi so ein bisschen resetten. Wie weit man das macht, ist halt so eine Strategie, ist halt schon so eine Strategiesache. Der Clou ist vor allem toll, wenn er eine 20 hat und du ihm dann eine 19 hinlegst und er sagt, toll, das hat mir nichts gebracht. Ja, aber dir bringt es nämlich was, wenn du dem Gegner hilfst, darfst du wieder auf 6 Handkarten aufziehen. Das heißt, du kommst schneller durch deinen Stapel durch und hast wieder mehr Möglichkeiten auf der Hand. Und das ist so dieser ganze Clou. Und das ist so dieses, was mich total reizt an diesem Spiel, dieses, okay, was lege ich ihm jetzt rein? Helfe ich ihm damit oder helfe ich ihm nur ein bisschen und helfe eher mir damit? Oder manchmal ist es auch so, dass du genau die richtigen Karten gerade auf der Hand hast, um einen Rückwärtssprung quasi zu machen, also von der 20 auf die 10 runter wieder. Und wenn dein Gegner dir irgendwie eine 19 da reinlegt, dann funktioniert dieser Sprung nicht, weil die Zahl dann einfach weg ist. Und solche Sachen, das ist total nervenaufreibend und spannend und überträgt dieses The Game Feeling sehr gut, sehr, sehr gut in dieses Zweierspiel. Ich war am Anfang sehr skeptisch. Ich dachte, oh, was soll denn das? Also ich mag, manchmal finde ich halt dieses, oh, wir müssen unbedingt eine Zweierversion machen von dem größeren Spiel, bin ich manchmal ein bisschen skeptisch. Also dieses Bonanza-Duell, da bin ich nicht so warm geworden mit, auch wenn Matthias mich jetzt gleich wieder steinigt, aber... Nee, ich steinige dich nicht, das ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich finde, das war tatsächlich ein richtig gutes Zweierspiel. Ja, aber The Game halte ich im Moment für eins der wirklich guten, ich will jetzt nicht sagen grandiosen, dafür habe ich es noch nicht genug gespielt, aber wirklich ein sehr, sehr gelungenes Zweierspiel von einem Spiel, wo man es eigentlich gar nicht erwartet hätte, dass sowas überhaupt funktionieren kann. Ja, da bin ich bei dir. Weil man das so, ja, The Game, oh ja, das ist ja kooperativ und jetzt gegeneinander. Und ich habe auch mit Matthias im Vorgespräch gesagt, diese Sprache, dieses Absprechen, das fällt halt weg. Dadurch wirkt es irgendwie ganz anders, aber das funktioniert halt. Ja, genau. Es funktioniert sehr gut und ja, ich bin froh, dass es das Spiel gibt. Also wer The Game gerne mal in einer Zweier-Version spielen soll, die ein bisschen anders ist, aber auch wirklich sehr gelungen und dieses Feeling auch wirklich rüberbringt, The Game Face-to-Face, ganz großer Daumen hoch. Also wir sollten natürlich nochmal festhalten, dass The Game grundsätzlich schon vorher zu zweit funktioniert hat, aber das ist halt jetzt kein kooperatives zu zweit, sondern halt ein Gegeneinander und das ist wirklich, wirklich gelungen. Ja, der Nico fragt gerade, ob man sich einfach nur die ganze Zeit anschweigt. Nein. Ja, das ist halt einfach ein normales, kompetitives Spiel, Zweierspiel. Das ist es schon. Tatsächlich so, also man darf halt ganz regulär reden. Man darf halt, also ich glaube, es steht noch nicht mal drin, dass man seine Hand nicht sagen darf. Man könnte auch sagen, was man auf der Hand hat. Aber will man eigentlich nicht, weil das den anderen ja auch helfen könnte. Und es ist tatsächlich so, dass man halt also dann auch ein bisschen Trash-Talken am Tisch hat. So, guck mal, ich kann dir helfen, ich gehe nur einen Punkt oder so. Oder der andere sagt, ach scheiße, jetzt hast du mir zwar geholfen, aber ich kann den Zehnersprung nicht machen, ich kann die Karten nicht loswerden. Das ist alles. Ja, aber das machst du ja bei einem normalen Spiel auch. Also wenn du ein Seven Wonders Duell spielst, ist das ja auch das Gleiche. So ist es. Also das ist jetzt nicht so, dass dadurch irgendwie irgendwelche Sonderkommunikationsgeschichten oder so wären. Nein, das ist es halt nicht mehr. Genau. Also für mich derzeit tatsächlich die beste The Game-Version. Ja, da würde ich dir sogar zustimmen. Also wer mit The Game und diesem ganzen Sprech, mit diesem The Game-Sprech, von wegen, oh, jetzt habe ich eine sehr gute Karte und jetzt habe ich noch eine viel bessere Karte. Und wer das nicht so mag und mochte, der sollte sich diese Zweier-Version unbedingt mal angucken, weil das halt wegfällt. Ja.
Das war The Game Face to Face von Steffen Bendorf und Reinhard Staupe. Erschien beim NSV, also Nürnberger Spielkartenverlag, die ja, glaube ich, auch gelernt haben, ihre Serien zu pflegen. Also die machen ja mit Quicks auch weiter immer irgendwas Neues. Definitiv. Also das machen sie ganz grandios. Genau. Also Daumen hoch von mir. Von mir auch. Gut. Von mir vielleicht auch, weiß ich noch nicht. Schau dir das mal. Also wenn du The Game, magst du The Game? Ja. Spielst du gerne Zweierspiele? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass deiner Frau das gefällt. Bestimmt. Ich werde es ausprobieren. Probier das mal aus, bitte. Ich meine, wir reden hier von einem kleinen Kartenspiel, was 5 bis 8 Euro kostet. Das ist eigentlich lächerlich geil. Lächerlich geil. Bluff analysieren. Ja, aber, gut, aber es hat natürlich das gleiche, dieses umstrittene Artwork immer noch, aber ja. So what? Ja, gut, das so what. Ich glaube, daran haben wir uns inzwischen gewöhnt, da sind wir raus. Die Schweizer Version besorgen, die es dann irgendwann vielleicht gibt oder sowas. Oder auch nicht. Mit Schoki drauf. Mit Schoki drauf, genau. Weiße und schwarze Schokolade betteln um genau. Die Sortierung im Regal. Ach, bring mich nicht auf Ideen. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich mache es auch diesmal etwas kürzer, denn so ein richtiges Spiel zum Vorstellen habe ich heute gar nicht. Ich werde aber ein bisschen über die Sachen ganz kurz einen Ersteindruck geben, über die ich gespielt habe bis jetzt vor den neuen Sachen. Und ohne jetzt groß was zu erzählen, was ich noch jetzt erwähnen möchte, Pandemie Legacy Season 2 spielen. Dringend. Ich hab's jetzt alle. Ja hier. Ich hab's jetzt ja hier. Ich hab mir auch schon fast eine halbe Gruppe aufgemacht heute. Oh, wie weit bist du denn? Wir sind in den März gekommen. Ah, oh, dann kommt ja noch das ganze Geilzeug. Ja, ich weiß. Also. Ja, la. Schluss jetzt. Ich sag ja auch egal. Ich sag einfach nur, es macht total Spaß. Wir waren von Runde 1. Beim Prolog waren wir noch etwas verhalten, weil es doch sicher etwas anders spielt, aber ab Januar waren wir voll mit drin, die haben wieder viel mehr Story mit reingepackt, die einen viel mehr mitreißt und einfach super. Also wir freuen uns schon auf die nächsten Monate. Jetzt mussten wir leider eine 2-wöchige Pause machen, bis wir weiterspielen können, aber dann geht's weiter. Und wir hoffen, also, gut voranzukommen. Ich hab ja inzwischen, Shut Up and Sit Down hat ja auch eine Rezension schon gemacht zu Season 2 und sie beschweren sich, also sie finden es nicht so gut. Und ich habe mir dann die Begründung angeguckt und dachte mir so, Jungs, ich bin eigentlich von euch wirklich guten journalistische Arbeit gewohnt, aber sie widersprechen sich zum Teil selber in ihren Begründungen. Also das, was sie halt schlecht finden, erwähnen sie im nächsten Punkt halt als positiv bei Teil 1. Und da dachte ich so, das macht doch keinen Sinn. Aber ich kann verstehen, wenn es halt nicht jedem liegt, weil es ist halt nicht wirklich von dem, was es ist, halt Pandemie. Auf der anderen Seite ist es aber genau Pandemie und es funktioniert dadurch so grandios gut. Ja, also. Ja, dieses Pandemie verkehrt, finde ich, ist super, weil es dann halt nicht mehr immer nur dasselbe ist, nicht immer nur Klötzchen wegnehmen. Das macht's gut. So, dazu jetzt, wie gesagt, keine Spoiler, gar nichts. Ich gehe direkt weiter. Dann habe ich Charterstone. Zu Alien Artifacts gespielt. Kurzer Zwischeneinwurf, Charterstone, denk dran, das rechtzeitig zu spielen. Wir wollen dazu eine extra Sendung machen. Weiß, ich habe das gar nicht. Ja, du musst dann auch nicht, also du kannst dann ja die Fragen stellen, aber der René muss dann halt vorbereitet sein. Wir wollen eine extra Sendung? Ja. Hm? Ach, ich weiß, verpasst. Ja, scheinbar, guck in den Ablauf. Ich werde noch spielen. Gut, Alien Artifacts von Portal Games war dann das nächste, was wir spielen konnten. Groß angepriesen eigentlich und auch von vielen sehr heiß begehrt. Ein 4X-Weltraumspiel als reines Kartenspiel. Das erste Spiel hat uns sehr gut gefallen. Es ist ja, thematisch dieses 4X kam jetzt nicht so rüber. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich versuche jetzt hier, weiß ich nicht, à la Twilight Imperium, mir irgendwas aufzubauen, um dann Flotten hinzuschicken oder sowas. Die ganzen Elemente gibt's in dem Spiel, aber doch sehr
mechanisch, nicht sehr thematisch an der Stelle. Macht aber gar nichts. Es ist halt so ein Engine-Building-Game. Und ich würde so ein bisschen vergleichen, auch weil es ein Karten, also hauptsächlich über Karten gespielt wird, mit Terraforming Mars, wo du ja auch deine Engine aufbauen willst, um nachher die meisten Siegpunkte zu bekommen. Und das ist hier dasselbe. Du spielst deine Karten aus, versuchst eine gute Kombination hinzukriegen an Karten, die sich die gute Synergieeffekte haben, um dann schlussendlich auf der Punkteleiste nach beim Ende des Spiels vorne zu sein. Hat uns gut gefallen. Ein paar nette Mechaniken. Großer Kritikpunkt, die Regeln. Zum einen waren sie nicht wirklich eindeutig stellenweise. Es blieben einige Fragen offen, die wir dann so einfach entschieden haben, dass wir sie so machen. Ist immer schade, wenn das nicht gut funktioniert. Dann zweiter Kritikpunkt. Moment. Du hast die Regel gerade bemängelt schon, ne? Ich meine, sie schreiben auf die Schachtel drauf, ihr müsst keine Regel lesen, schaut euch dieses Video von Watch It Played an im Internet. Also, das war jetzt mal direkt mein zweiter Kritikpunkt. Ja. Weil das war noch gar nicht da. Ja, sehr gut. Hast du nicht gefunden oder was? Doch. Ich hab, es steht groß auf dem Karton drauf, hier, lies keine Regeln, sieh dir das Video an. Hab gedacht, super, brauche ich keine Regel lesen, setze ich mich hier mit meinem iPad auf die Couch und lass mich berieseln. Pustekuchen, denn der Rodney Smith von Watch It Played hatte das zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig, als er nach Europa geflogen ist, um zu Spiele zu kommen, weil Portal Games ihm nicht Zeit oder frühzeitig das Spiel zugeschickt hat. Jetzt ein paar Tage später war es dann da und man konnte es sich angucken, aber zum Zeitpunkt, wo ich es mir gekauft habe, war das Video noch nicht da. Kam halt ein paar Tage später. Kann jetzt Portal Game nicht unbedingt was für, ist aber einfach doof, wenn es draufsteht und es ist nicht da. Ja, da kann ich jetzt natürlich aus meiner Erfahrung sagen, man muss halt alles vorplanen und die meiste Zeit, wo das Produkt draußen ist, ist das Video. Ja, aber ich finde, es ist so ein bisschen so ein Armutszeugnis für so einen Verlag. Ich meine, Ich weiß nicht, wie kompliziert es ist, eine Regel zu schreiben. Wahrscheinlich doch schon sehr, weil es viele nicht so richtig ordentlich hinkriegen. Aber du kannst doch nicht als Verlag sagen, hey, wir machen, unsere Regel ist vielleicht ein bisschen strange. Das schreiben sie ja nicht drauf. Ja, sie sagen ja nicht, unsere Regel ist scheiße, guck dir das Video an, sondern wir helfen dir. Es gucken doch viele Leute diese Watch It Played oder Regelerklärvideos gerne an. Und dass sie das machen, ist ja okay. Und dass Portal Games jetzt auch nicht dafür bekannt ist, die besten Regelbücher zu schreiben, siehe Robinson Crusoe, ist auch hinlänglich nicht bekannt. Das ist nicht deren Stärke. Sollten sie dran arbeiten, aber sie haben jetzt nicht drauf geschrieben, unsere Regeln sind scheiße, guck dir das Video an. Ja, aber so kommt das bei mir an. Und nee, sie sagen, wir liefern dir als zusätzlichen Dienst hier das Erklärvideo mit. Ja, aber muss denn der Verlag da sich selber drum kümmern und das vielleicht selber in Auftrag geben und dann macht er eine aber dann muss das haben doch beim Verlag laufen. Ja, ich denke mal, sie haben ihn ja damit beauftragt. Sonst hätte er es ja nicht gemacht. Also, wie gesagt, das ist ja auch etwas, das Video soll ja gemacht werden mit dem fertigen Produkt. Das fertige Produkt ist natürlich da, bevor das Video da ist. In 90% der Fällen ist das gar kein Problem, weil das Video ja relativ zeitnah da war. Und ob man jetzt das Video sich dann irgendwie in der ersten Woche oder in der zweiten Woche anguckt, ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Ja, wie gesagt, sollte auch kein großer Kritikpunkt sein. Ich finde es gut, dass das gibt. Es war einfach unglücklich. Und da kann man jetzt auch Portal Games nicht unbedingt einen Vorwurf machen, auch dem Rodney Smith nicht. Es hat halt einfach nicht gepasst. Ändert aber nichts am Spiel. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich denke auch, es ist ein Spiel, wo man sich unglaublich tief reinfräsen kann, um die verschiedenen Effekte, die Synergien auszuloten. Welche Strategien fahre ich? Womit mache ich meine Punkte? Es gibt natürlich wieder, wie gesagt, es erinnert mich sehr stark an Terraforming Mars, sehr viele Möglichkeiten, Siegpunkte zu generieren, sei es über Angriffe mit meiner Flotte, über Technologien oder über Planeten und Ressourcen. Also, da ist einiges zu machen. So. Dann weiter, ich wollte es ja kurz machen, Subterra habe ich noch gespielt. Ein Spiel, was von der Schachtel den Eindruck macht, oder auch von der Beschreibung, ja, man kommt in eine Höhle rein, oder man ist in einem Trupp von Höhlenforschern
Und die Höhle stürzt ein. Man ist in dieser Höhle gefangen, muss jetzt raus und irgendein unbeschreiblicher Horror verfolgt einen. Und mit etwas, glaube ich, erhöhten Anspruch bin ich dann an dieses Spiel rangegangen und es hat uns jetzt nicht so umgehauen, wie wir es erhofft haben, glaube ich. Es ist so eine Mischung, ja, ich sag's, also ohne das jetzt negativ zu meinen, so ein bisschen Forbidden Island und Carcassonne. Du startest also in der Höhle und legst viereckige Plättchen aus und hast halt ein Team von Forschern, wo jeder eine Spezialfähigkeit hat. Du musst du von Plättchen zu Plättchen die Höhle erforschen und ganz am Ende kommt halt ein Plättchen, das du erreichen musst, dass der Ausgang ist und bis dahin musst du überlebt haben. Escape, das war so ein Würfelspiel. Ja, Escape könnte man, genau, man könnte es auch noch, genau, streiche Carcassonne, ersetze Escape. Okay. Wir werden es auf jeden Fall nochmal spielen, um, wie gesagt, die Erwartungshaltung war, glaube ich, falsch bei dem Spiel. Deswegen wollen wir uns auch nochmal dran setzen und es nochmal spielen mit einer etwas niedrigen Erwartungshaltung. Es ist also eher mehr seichter und familienorientierter, als es so den Anschein, also als die Packung es hergibt. Müssen wir nochmal testen. Also es soll jetzt noch keine Negativkritik sein, aber da müssen wir nochmal ran. So, und als allerletztes, was ich auch noch gespielt habe, weil ich es alleine spielen konnte, war Fertig. Und, bist du fertig geworden? Fast. Mir hätte noch eine Runde gefehlt. Mir hat ein Kaffee gefehlt. Das ist denn die Erweiterung. Fast. Fast fertig. Also ich kann dir sagen, beim ersten Partie habe ich es auf ganz einfach nicht mal geschafft, irgendwie bis zur Hälfte zu kommen. Ich glaube, ich bin irgendwo bei 17 oder so hängen geblieben. Und bei meiner, ich weiß nicht, wie vielten Partie es ist, ich habe ja viel zu oft das Ding gespielt, als ich am letztes Wochenende dann mit meinem Sohn wieder beim Sport war und da eine Stunde lang gesessen habe und alleine gespielt habe, da habe ich es tatsächlich auf hart geschafft. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Nee, und ich das Spiel lässt einen tatsächlich so lange auch nicht los. Ja. Also ich fand es auch sehr gut, dass man im Endeffekt nur einen Stapel Karten sortiert. Mehr ist es ja nicht. Schwierig war so ein bisschen in die Ikonografie einzusteigen, was jetzt was bedeutet. Da musste ich also immer in diesem kleinen Begleitheft nachgucken. Ah, das war das, das war das. Aber wenn das dann einmal drin sitzt, dann geht das auch recht flott von der Hand. Karten auslegen, gucken, kann ich irgendwas Spezielles machen? Wie sortiere ich die? Ablegen, nächste Karten, bla 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 und so weiter. Ja, also nettes kleines Solospiel, das man jemandem empfehlen kann, der... Ja... Ist kein Bubblesort, ich weiß, aber das ist ein Begriff, den die meisten Leute kennen. Ja. Ja. Das war meine Ersteindrücke zu den Sachen, die ich aus Essen mitgenommen habe. Dann darf jetzt der Matthias. Der Matthias, der redet jetzt über ein Spiel, das er auch schon durch hat, also das er auch schon fertig gespielt hat, indem er da nämlich Module sind es eigentlich nicht, das gesamte Abenteuer durchgespielt, und zwar Port Royal, das Abenteuer beginnt. Das ist diese neue Erweiterung von dem lieben Alex Pfister, der hat ja letztes Jahr für seinen Royal Goods, wobei es heißt, glaube ich, inzwischen Oh My Goods, hat er ja eine Erweiterung gehabt, und da hat er dieses Jahr eine zweite Erweiterung, so richtig schön storymäßig. Ach, die verdammt, die habe ich gar nicht gekauft, scheiße. Ach, du Loser. Oh, Mist. Ich habe zwei gekauft und die eine hat da der Stefan Stadler bekommen. Ja. Genau, auf jeden Fall, also der hat jetzt also auch so eine schöne Story-Erweiterung für Port Royal gebastelt, und ich bin eigentlich viel größerer Port Royal-Fan, vor allem, weil mir die erste Erweiterung im Koop-Modus echt immer wieder Spaß macht. Ich bin einfach zu sehr Koop-Spieler. Habe ich noch gar nicht im Koop gespielt. Oh, schämlich. Also nur im Normal, also die Erweiterung macht das Spiel doch noch ein bisschen besser sogar tatsächlich. Da habe ich sie sogar, also anmerken. Also auf jeden Fall, diese neue Erweiterung ist mehr oder weniger eigentlich nicht kombinierbar mit der alten Erweiterung, da sollte man einfach nur das Grundspiel nehmen. Ich habe sogar die Promokarten rausgelassen und habe da einfach gesagt, okay, dann nehme ich das Grundspiel und dann die Erweiterung und dann spielen wir das mal. Habe dann, ich glaube 7, 8 Partien oder sowas gebraucht und war noch nicht ganz durch. Das ist tatsächlich relativ schön aufgebaut, weil man hat halt man liest halt seine Geschichte und man kriegt halt, so wie in der ersten Erweiterung auch kennenlernt, wo man diese Aufträge hat, hat man auch hier Aufträge, wo man Sachen erfüllen muss. Und zu bestimmten Zeitpunkten, also es gibt so einen Stapel mit Ereignissen,
Also jedes Mal, wenn man dran ist, deckt man das oberste Ereignis auf. Und wenn der Stapel durch ist, dann wird geguckt bei der Aufgabenkarte, ist das und das erfüllt, dann passiert das oder ansonsten passiert das. Oder manchmal ist es auch so, dass nichts geprüft wird, sondern einfach nur sagt, jetzt passiert Folgendes. Das heißt, nach einer gewissen Zeit geht die Geschichte einfach voran. Und wenn man bestimmte Sachen erfüllt hat, dann geht die Geschichte in die eine Richtung oder in die andere Richtung. An sich ist die Geschichte relativ von alleine laufend, aber wenn man bestimmte Sachen erfüllt hat, dann sind spätere Aufgaben leichter. Wenn man natürlich weiß, welche Aufgaben auf einen zukommen, weil man es beim ersten Mal vielleicht nicht geschafft hat, sondern ein zweites Mal spielen muss, dann wird es natürlich einfacher, dann ist das machbar. Wobei das hier in dieser Geschichte auch der Clou ist, der Ereigniskartenstapel wird dann natürlich wieder zurückgedreht und er wird um eine Runde länger. Das heißt, beim ersten Mal hat man, ich glaube, so viele Runden wie Spieler plus ein oder zwei. Und danach kommt halt jedes Mal, wenn der Stapel durch ist, kommt halt noch eine Karte dazu, sodass es halt immer mehr Runden werden, bis das Ereignis geprüft wird. Und wenn man es halt dann bei der letzten Karte, wenn dann gesagt wird, okay, hast du jetzt das oberrangige Ziel geschafft, dann hast du ja gewonnen, dann kriegst du eine schöne Geschichte. Wenn du es nicht geschafft hast, dann sagt er so, alles klar, dann hast du jetzt verloren, fang das gesamte Kapitel nochmal von vorne an, aber du startest mit drei zusätzlichen Geld. Und das soll heißen, dass er sagt, okay, das war wohl dann zu schwer für dich, du kriegst nochmal einen Jumpstart, machst das einfach nochmal und dann hast du vielleicht auch mit mehr Geld vielleicht auch mehr Chancen, wenn du dich schneller an irgendwelche Personen bekommst, die du brauchst, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen und solche Sachen. Ein bisschen Glück ist natürlich dabei, wie das halt so bei diesen Kartenspielen ist, weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich brauche zwei von diesen besonderen Schiffen, da gibt es natürlich besondere Schiffe, die noch dazukommen und neue Elemente, der Stapel wird stückchenweise auch immer dicker, den man da durcharbeitet. Wenn die natürlich nicht kommen, weil die immer dann im Stapel sind, wenn man sie als Geld nimmt und zu sich als Geld legt, dann ist es natürlich dann auch einfach mal Pech und dann verliert man vielleicht noch mal eine Runde mehr. Aber wirklich stören tut mich das nicht, weil dann sagt man sich, alles klar und noch eine Runde. Man kann es sowohl kompetitiv spielen, als auch kooperativ, als auch solo. Ich habe alle drei Versionen probiert, bin, glaube ich, der Meinung, dass es in der kooperativen Version am besten ist. Habe dann aber, glaube ich, die restlichen Kapitel irgendwann einfach nur noch solo gespielt, damit ich meine Solo-Zeit irgendwie, wenn mein Sohn beim Sport ist, einfach auch sinnvoll nutze. Und bin jetzt aber schon mit allen fünf Kapiteln, die da drin sind, durch. Also von da aus gesehen, ich brauche Nachschub. Die letzte Karte verrät, es wird Nachschub geben. Es ist eine weitere Erweiterung angekündigt. Oh, Spoiler. Ja, Spoiler, das musste jetzt einfach sein. Also diese Schachtel heißt ja, das Abenteuer beginnt. Und die nächste heißt wohl, das Abenteuer geht weiter. Da freue ich mich jetzt gerade total drauf. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und für mich also auch eine schöne Empfehlung. Einfach nur, wenn man so ein bisschen Geschichte erleben will und das eigentliche Spiel selber auch mag. Also das ist natürlich Voraussetzung. Wer mit Port Royal nichts anfangen kann, der wird, glaube ich, auch mit der Erweiterung nicht glücklich. Aber der ist ja auch eigentlich nicht Zielgruppe für eine Erweiterung. Der kauft sich denn auch nicht die zweite Erweiterung, wenn man das Spiel nicht mag, oder? Ja, wobei ich finde ja Port Royal eigentlich ein gutes Spiel, aber ich finde, mit der ersten Erweiterung ist es richtig gut geworden. Und das ist ja hier, hat ja mit diesem Spiel dann in dem Sinne nichts zu tun, weil es die erste Erweiterung ausklammert. Du brauchst nur das Grundspiel. Und ich glaube, das ist auch mit dem ersten Erweiterung gar nicht kombinierbar, aber das stört halt nicht. Also das macht mir einfach Spaß. Oh, das bringt mich vor Probleme, aber das, ja. Wieso bringt es dich vor Probleme? Weil ich die erste Erweiterung und das Grundspiel in einer Schachtel jetzt habe. Das ist aber gar kein Problem. Das ist, du nimmst einfach die Anleitung von der ersten Erweiterung und guckst nach, welche Karten du aussortieren musst. Das sind ja nur zwei Schiffe pro Farbe. Oh, sortieren ist schon wieder scheiße. Und drei Charaktere. Einmal fünf Karten, das sind 18 Karten plus die 10 Schiffe und dann hast du das Grundspiel wieder alleine. Das ist gar kein Problem. Hast du die englische Version davon mal gesehen, von dem Port Royal? Die jetzt von Steve Jackson Games rausgekommen ist? Ja, das Cover ist gruselig, also davon mal ganz abgesehen. Das Cover ist fürchterlich gruselig, ich hatte mich mit dem Klaus Ottmeier auch drüber unterhalten, aber dazu äußere ich mich jetzt. Aber die Schiffe sehen geil aus jetzt. Also die sind nicht mehr farbig, sondern haben eine Nationalität und haben so eine Fahne jetzt dahinter, das sieht cool aus. Okay. Was findest du nicht gut, oder? Ja, ich finde das Port Royal, so wie es im Deutschen ist, finde ich, ist es einfach ein gesamter runder grafischer Guss. Ja, das Cover geht gar nicht. Da stimme das ich Cover nicht. Geht halt im Englischen, im Amerikanischen finde ich geht gar nicht. Und das ist
Das beißt ja auch mit dem Rest der Illustration halt in dem Spiel. Ja, aber total. Das hat halt irgendjemand so entschieden und das ist jetzt halt so und dann ist das so und dann müssen wir damit leben. Aber die Schiffe sehen trotzdem, also die Schiffsgrafik ist die gleiche, nur die Farbe ist der Fahne oder was oben ist, ist halt jetzt anders und da ist jetzt irgendwie Spanien, Holland und sowas als Fahne hintergelegt. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ja. Gut, gibt es noch was zu erzählen zu der Portal? Ja, klar, jeder hat natürlich jetzt auch einen Charakter. Wenn wir schon eine Story haben, hat auch jeder einen Charakter. Und die sind natürlich auch tatsächlich asymmetrisch. Also jeder Charakter hat einen anderen Bonus. Man sammelt Kronen, aber das sind jetzt alles Details, die, glaube ich, dem Spiel jetzt nicht so bringen. Also an sich geht es darum, man erlebt eine tolle Geschichte und das macht mir total viel Spaß. Von da aus gesehen jetzt nochmal kurz den Waschzettel. Wir reden von Port Royal Erweiterung, das Abenteuer beginnt. Mit von dem lieben Autoren Alexander Pfister. Daumen hoch für den Herrn. Schön illustriert von meinem geliebten Clemens Franz und realisiert von dem lieben Klaus Ottmeier, erschienen bei Pegasus. Ja. Gut, ich glaube, wir sind mit der Spielevorstellung durch. Ja. Das waren wahrscheinlich wieder mehr als 5 Minuten, die ich geredet habe. Ja, wahrscheinlich. Gut, dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche. Oh, Mann, ich bin schon wieder in meinem Soundboard, Mann. Kommen noch gar nicht so. Stimmt, wir sind noch nicht bei der Frage der Woche, wir sind erst beim Rückblick, dachte ich. Ja, ist egal, warum was machen. Ja. Machen wir die Frage der Woche. Machen wir die Frage der Woche, okay. Wer macht das? Ich muss die jetzt machen. Du hast die rausgekramt, aber ich... Ich habe die rausgekramt, aber... Also ich kann ja noch mal kurz für Frage der Woche sagen, an dieser Stelle, liebe Hörer, ihr wolltet uns doch Audiodateien schicken mit Fragen, damit wir nicht immer nur Texte vorlesen müssen. An der Stelle also noch mal der Aufruf, schickt uns Audiodateien, wir würden uns total darüber freuen. Und jetzt darf der Arne die Frage vorlesen. Genau, der Marc hat uns, ich glaube, während der Messe war das, übrigens lustiger Funfact, Just 8, ne, René? Just 8? Just 8? Ach, Just 8? Ach so. Just 8? Also klingt wie Justiziar. Ich würde mir, ja, ich würde, oder er kommt auch von der Insel Just und hat dort die Hausnummer 8 oder sowas. Ja. Gut, er hat geschrieben, ist einer von euch bei der Pegasus Game Night gewesen, wahrscheinlich, jetzt ja. Es wurde zwar im Bericht von Matthias darüber gesprochen, mir wurde aber nicht klar, ob die Bretterwisser auch teilnehmen. Nein, wir haben nicht teilgenommen, weil wir zu tun hatten, abends, ja, öfter leider. Mal. Ja, sollen wir dazu noch irgendwas? Also ich kann leider nicht beurteilen, wie das tatsächlich im Einzelnen war. Es gab Leute, die haben halt was Positives berichtet, es gab Leute, die haben halt was Negatives berichtet. Ich glaube, wir hatten in einer unserer Messefolgen, ich glaube in dem letzten Tagesrückblick, hatten wir kurz darüber geredet. Ja. Ich weiß halt nur, dass es tatsächlich ausgebucht war und wenn ich Pegasus richtig verstanden habe, wollen sie das nächstes Jahr nochmal machen. Da hört es dann aber auch schon eigentlich auf. Mehr weitere Infos sind mir jetzt nicht geläufig. Also Pegasus war positiv dazu eingestellt dann zum. Die hatten aber abends auch immer noch einen Twitch-Stream, ne? Was war das denn? Also ich habe irgendwann mal abends, wann war denn das? Geguckt, da hatte doch irgendwie der Hunter von Hunter und Kron und irgendwie der Alex oder Pete, ich weiß es gar nicht mehr, die hatten dann irgendwie Noria noch gespielt, irgendwie abends um 11 oder um halb oder um 10. Das gehört aber nicht dazu, oder? Nee, ich glaube nicht. Das, also als Streams habe ich außer Hunter und Kron eigentlich nur Asmodee mitbekommen. Ja, das hast du ja, das konnte es ja nicht umgehen. Was ja, daneben also ich fand das total toll, dass Asmodee da aufgezogen hat. Ich kann es auch nachvollziehen, dass sie das aus internationalen Gründen alles auf Englisch gemacht haben, aber ich fand es halt traurig, dass das alles auf Englisch war und hätte mir gewünscht, dass da vielleicht auch ein deutscher Sie haben das abends auch nochmal als Real Life quasi gesendet. Also das lief dann nochmal als Schleife nochmal abends, damit man die amerikanischen Seher oder sowas noch abfüttern konnte oder sowas. Und wir hatten auch mit dem Robin gesprochen auf der Messe nach unserer letzten Aufnahme. Das ist wohl relativ gut angekommen, der Stream auch von denen. Wie gesagt, kann ich sehr gut verstehen. Ich hätte mir halt trotzdem auch noch was auf Deutsch gewünscht oder vielleicht irgendjemanden, der in irgendeinem Booster sitzt und das irgendwie simultan übersetzt auf Deutsch und auf Französisch. Irgendwas in der Richtung, weil also so, finde ich, hat es für das Publikum vor Ort eigentlich nichts gebracht. Ja, aber wenn du es auf Englisch machst, dann kannst du, ja, es ist jetzt wieder die Englisch, Deutsch, Frankreich, ja, also Französisch. Ist es halt so, das ist an der Stelle, die Veranstaltung ist in Deutschland und der große Markt ist die USA. Das ist tatsächlich einfach jetzt so ein Spagat. Der hat sich jetzt Asmodee so entschieden. Ich kann es völlig nachvollziehen.
Das heißt nicht, dass es mich glücklich macht. Ich hätte es mir halt einfach anders gewünscht. Aber wahrscheinlich, wenn ich in der Position wäre, wo deine Entscheidung getroffen ist, hätte ich auch gesagt, das muss man halt so machen. Gibt es eigentlich Statistiken, wie viele ausländische Gäste dort sind, so prozentual? Deutsch und... Nein. Und, also das liegt aber tatsächlich daran, dass die Messe natürlich anders funktioniert als in Amerika. In Amerika musst du deine ganzen Tickets ja vorher kaufen, online. Und dann gibt es natürlich entsprechende Daten ab und dann wissen sie sofort, okay, der kommt aus dem und dem Land. Aber ich habe aber gesehen, dass auf der Messe Befragungen liefen. Das kann natürlich sein, aber dann ist es auch trotzdem natürlich nur so ein Einblick. Also aus dem persönlichen Gefühl natürlich Donnerstag, Freitag überfüllt mit Leuten aus dem Ausland und Samstag, Sonntag gefüllt mit Deutschen. Also man weiß immer nicht, wie man die Leute ansprechen sollte. Cool wäre es, wenn jeder wie irgendwie bei diesem Meet and Play irgendwie so ein Namensschild kriegt, wo einfach die Sprachen drauf sind. Oder bei Erklärbären haben das auch immer, welche Sprachen sie sprechen. Das müssten alle Gäste auch haben, das wäre super. Ja, das wäre tatsächlich eine Flagge. Spannend, das stimmt. Ja, das hatten ja viele Erklärbären hatten ja die Fahnen denn so drauf, welche Sprachen sie halt können. Dann habe ich trotzdem meine lieben Freunde aus Südtirol getroffen, also aus dem südschweizerischen Bereich, dem Retro-Romanischen, die weder gut Englisch noch gut Deutsch noch gut Italienisch können, sondern in erster Linie Retro-Romanisch sprechen und wo du dann so dir einen abhakst. Ein Chüchiches. Aber die sind total lieb. Ein Chüchichesli. Ich meine, irgendwie versteht man sich ja dann doch. Es hat mir übrigens keiner geantwortet, was der Anker heißt auf Deutsch. Der Anker? Der Anke. Der Anke, okay. Naja. Ja, ist okay. Gut, aber jetzt sind wir vom Thema der Pegasus Board Game Night abgewichen. Ja, also das ist tatsächlich traurig. Also wir waren halt nicht da. Wir wären wahrscheinlich trotzdem gerne da gewesen, oder? Also irgendwie müsste man mal gucken, dass man sich abends irgendwie vielleicht tatsächlich dupliziert und bei zwei Sachen gleichzeitig ist. Also weil das ist ja nun wirklich, die Abende sind genug Masse voll. Hätten wir dafür, oder? Matthias, wir sind aber auch drei Leute, man könnte sich halt gegebenenfalls auch aufteilen. Das sollte, du meinst, nicht das nächstes Jahr Freitag geht einer zum Juryabend, einer geht zum Heavy Cardboard Abend und einer geht zum French Party Abend? Und samstags geht dann einer zum Blogger-Treffen und einer geht dann zum Pegasus Distributoren-Treffen und einer geht dann noch woanders hin. Und es ist tatsächlich einfach nur zu viel. Und da ist einfach leider können wir nicht überall sein, das wären wir total gerne. Ja. Ja, aber ich würde mich halt freuen, wenn diese Sache nicht so, das hatten wir auch in der Sendung gesagt, wenn das nicht so an dieser Messe, an der Veranstaltung Friedhelm Merz Verlag so vorbei hintenrum gemacht wird, sondern dass da irgendwie der Verlag mit der Verlag da auch irgendwie mit im Boot ist und das nicht irgendwie so hintenrum nur mit der Messe und ja. Und es wirkt, aufgrund des Preises finde ich, also ein bisschen exklusiv, weil es ja doch nochmal so ein etwas höherer Preis ist, der vielleicht noch einige abgeschreckt hat. Und das klingt so, ja, da können nur die hin, die sich leisten können. Und das finde ich halt auch ein bisschen schade. Dass es auch nicht so ist, dass man sagen kann, oh, ich gehe mal eine Stunde hin, ich gucke mir das mal an, weil ich muss gleich noch 3 Stunden mit dem Zug nach Hause fahren. Dafür gibt man halt nicht das Geld aus, denke ich mal, um mal so reinzuschnuppern. Das ist so. Ja, ist halt. Ja. Ja, also wie gesagt, vielleicht waren noch irgendwelche unserer Hörer dort. Da würden wir uns total freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt und uns sagt, wie ihr das empfandet, was ihr dort erlebt habt, wie ihr das einschätzt oder was ihr euch auch einfach nur wünscht, wie das Abendprogramm in Essen gestaltet sein könnte oder sollte oder solche Sachen. Also einfach mal der Aufruf, unsere Hörer, tütet uns mal mit Input zu, dann wir können da auch entsprechende Sachen in andere Richtung weiterleiten. Wir können nicht versprechen, dass es umgesetzt wird, aber weiterleiten tun wir es gerne. Ja. Aber trotzdem, aber also man kann sich jetzt auf jeden Fall nicht beschweren, dass man es halt nicht versucht. Nur irgendjemand versucht es jetzt und das sollte man halt auch positiv beäugen. Bewerten. Ne? Es ist ja, sonst wenn man die Messe nachts aufhaben würde, dann würde ich da die ganze Nacht spielen. Ja, jetzt ist sie halt mal offen gewesen und es wird auch wieder nur drüber geredet. So, das ist, jetzt tut jemand was. Das ist doch eigentlich positiv. Das ist grundsätzlich positiv. Aber das ist natürlich die perfekte Überleitung. Und wenn wir von Pegasus reden, kommen wir gleich zu unserem Rückblick, oder?
Ja, wir wollen ja wieder zurückblicken auf unsere Folge 3. Und in Folge 3 waren wir noch beim Kennenlernen so ein bisschen. Ich spiele da mal was ein. Ich notiere, René braucht Thema. Genau. Ja. Wahrscheinlich hat er sich deswegen auch von DDD angesprochen gefühlt. Ja, genau. Wahrscheinlich. René braucht Thema. Ne, das hat also kurzer Hinweis für unsere Hörer, die das jetzt hören. DDD war Dark. Das kommt gleich noch. Ach so. Kommt gleich noch was. René, brauchst du Thema? Immer. Stimmst du dem noch zu? Ich stimme dem voll ganz zu. Ich weiß noch nicht, wer derjenige war, der in der Blechbüchse gesessen hat beim Sprechen, aber ich stimme ihm zu. Ja. Ja, aber ich meine, die Frage ist natürlich, was gilt als Thema? Aber dazu hatten wir natürlich auch irgendwann mal eine Sendung, von da aus gesehen. Aber ja. Es war auch ganz frisch noch. Wir haben gerade unsere E-Mail-Adresse bekommen. Moment. Auch per E-Mail sind wir jetzt erreichbar unter info@bretterwisser.de. Oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, eine Neuerung. Cool. info@bretterwisser.de muss ich mir gleich mal merken. Ja, merk dir mal, info@bretterwisser.de. Wie war jetzt die E-Mail-Adresse nochmal? Oh, das habe ich schon wieder vergessen, Mann. Dafür habe ich einen Arne, der kann mir das sagen. Ich weiß nicht, ob da jetzt dieser Gag entstanden ist. Ich glaube ja. Aber apropos E-Mail-Adresse, sind die T-Shirts jetzt alle schon raus? Müssen noch irgendwelche Hörer welche kriegen? Ja, die müssten noch verschickt werden. Ja, also wir haben, also nicht alle Hörer haben das abgeholt vor Ort. An der Stelle alle Hörer die Meinung sind, aber ich müsste doch auch eins kriegen und keins bekommen haben, vielleicht kurz beim René melden, damit er euch das zügig zuschicken kann. Aber ich müsste doch auch eins, ach nee, das Zelt ist ja hier gelandet. Dein Zelt ist da, das ist tatsächlich zu groß, ja. Du hast es gar nicht gesehen, oder? Doch. Ach so, doch, stimmt, die waren ja bald. Damit hättest du doch eigentlich nach Hause fliegen können, oder? Wäre schneller gewesen als die Bahn. Darüber reden wir gleich noch. Moment. Wie so ein Zeppelin. Wir sind noch im Rückblick. Wir sind noch im Rückblick, genau. Genau, weil ich hatte nämlich auch was gesagt zum Thema, was man mal irgendwann machen sollte. Moment. Jetzt sollten wir irgendwann auch mal nur eine Spielefolge machen, wenn wir keine Themen mehr haben. Ah. Ah, das wird wohl nächstes Jahr nicht passieren. Naja, Spielefolgen sind es auch schon mal gewesen. Ne? Sind es auch gewesen, aber das war tatsächlich nicht, weil wir keine Themen mehr haben, weil Themen haben wir tatsächlich noch relativ viele, nee. Sondern manchmal, weil die Themen nicht immer in dem Moment sendbar sind, wenn wir gerade die Zeit dafür haben, was zu senden, sondern weil aus verschiedenen Gründen manchmal das halt in bestimmte Zeitrahmen fällt oder die Gäste irgendwie dann keine Zeit haben, solche Sachen. Und ich denke, also aber vom Feedback her kann man sagen, diese reinen Spielevorstellungsfolgen sind jetzt auch nicht wirklich schlecht angekommen. Nee, die laufen sehr gut. Und ja, lockert das Ganze auch nochmal so ein bisschen auf. Aber wir haben auch noch Spiele vorgestellt. Möchtet ihr da auch noch was zu hören, was wir da so gesagt haben in der Folge 3? Mach mal. Würdest du jetzt einen Daumen hoch oder Daumen runter für das Spiel geben? Sind wir ja wieder bei der Wertungsgeschichte. Daumen hoch, ja. Ich denke mal, so eine kleine Wertung sollten wir hier schon abgeben dürfen. Also Daumen hoch, ja, auf jeden Fall. Also mindestens einen. Mehr gibt's auch nicht. Okay, dann gibt es nur einen Daumen hoch. Achso, das war übrigens, es ging um die Glasstraße. Das wusste ich nicht, dass das nicht erwähnt wird. Oh, Glasstraße, sehr gutes Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei mir dauerhaft, ich hab's nicht mehr mittlerweile. Ich hab's noch, aber ich glaube, ich hab's auch schon seit 2-3 Jahren nicht mehr gespielt. Ja, ist irgendwie so ein bisschen vergessen worden, kann das sein? Also in meinen Augen ist das Glasstraßenspiel heutzutage, wo ich sage, das ist ein perfektes Zwei-Personen-Spiel und alle anderen Spielerzahlen kannst du vergessen. Also gut, ich habe es nie solo gespielt, da gibt es wohl auch noch eine Solo-Version, aber als Zweierspiel definitiv viel besser, als wenn man es zu dritt oder viert. Inwieweit ist denn dieses Nussfjord so ein bisschen mit Glasstraße verwandt? Ist das Glasstraße ohne Rondell? Ich habe Nussfjord noch nicht gespielt. Ach so. Weil da sehe ich auch so ein Tableau, das man aus mehr freiräumen muss oder so. Ich weiß es nicht. Müsste mich nochmal drum bemühen. Aber René hat auch was gespielt. Wir wollen uns jetzt ja nicht so lang gehen lassen. Also. Ja. Von mir dennoch würde ich sagen, einen Daumen hoch. Zumindest für den Ersteindruck. Weitere Eindrücke werde ich dann mal berichten, wenn wir es noch ein paar Mal mehr gespielt haben. Es ging um Dark, Darker, Darkest. Also Matthias hat das ja vorhin schon erwähnt. René, wie sieht's aus mit Dark, Darker, Darkest? Hast du das noch mal ein paar Mal gespielt? Nein. Ich weiß nicht, irgendwie war es dann doch schnell aus dem Kopf raus. Ich weiß ja, ob wir da zu positiv rangegangen sind in die Sache. Ich glaube auch, wir waren da sehr
Sehr nett. Ja. Ja. Jetzt bin ich ja neugierig, was habe ich denn vorgestellt? Das habe ich jetzt nicht rausgeschnitten, weil es nicht spannend war. Ich glaube, es war Rokoko noch. Nee, es war... Rokoko war Folge 2, also es muss irgendwas in Folge 3. Ja, ich habe aber auch über Glasstraße ja nochmal geredet. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon Kapitelmarken... Ach, verdammt. Matthias... Jetzt, ob, ja, das war nicht so spannend. Ich weiß, wichtig genug. Das habe ich schon verstanden. Nein, es war, nicht, ja. Es war nicht so spannend, dass ich das beim Hören so gesagt habe, so hey, das müsste ich... Nee, du hast über Amerigo geredet. Oh, das habe ich aber, glaube ich, schon damals dann gleich wieder abgeben wollen. Ja. Nee, das war schon okay. Aber es sollte jetzt ja mal Richtung Thema gehen der Sendung, das war jetzt so ein bisschen vorgeplinkelt, haha. Ja, wir hatten halt über Fachhandel versus Internet geredet, anhand dieser, ach, ich spiel's einfach mal ab. Einer unserer Punkte, warum wir das ganze Thema jetzt aufrollen, war, dass Pegasus angekündigt hatte vor der Messe noch, dass sie jetzt ihre Neuheiten oder einige der Neuheiten nur im Fachhandel verkaufen wollen bis Weihnachten und nicht übers Internet. Ja, da haben wir uns lange drüber aufgehalten. Ich habe das Fazit auch gleich nochmal ein bisschen rausgekramt. Möchtet ihr das gleich hören und dann unterhalten wir uns nochmal darüber oder wie seht ihr das? Ja, macht das mal. Also. Ja, vielleicht ist ja diese ganze Aktion wirklich gut, dass Spiele nochmal wieder mehr in den Fokus rücken und nicht nur irgendwie Siedler irgendwie bekannt ist und das war's dann. Also ja, die Bekanntheit ist ja grundsätzlich ein großes Problem. Ich habe letztlich noch mit einer Nachbarin gesprochen, als ich erzählt habe, ich fahre jetzt zur Messe und die guckte mich auch nur mit erstaunten Augen an, so was gibt's? Spielemesse? Wer spielt denn heutzutage noch? Spielen auch noch alle Computerspiele. Die haben es bestimmt schwer, die Brettspiele. Ja. Ja, das ist halt so. Das ist die Außenwirkung. Wir sind tatsächlich noch Nische. Das hat sich in den letzten 4 Jahren, finde ich, auch nicht geändert. Naja, aber wir sollten jetzt nochmal das Ganze vielleicht nochmal in Kontext bringen. Also wir hatten halt darüber geredet, wo wir einkaufen, wie wir einkaufen und dass Pegasus halt... so eine Aktion macht, dass sie erstmal exklusiv Spiele, ich weiß nicht, ein Vierteljahr im Fachhandel platzieren. Ja, bis zum 1. Januar. Genau. Das war das erste Mal, dass das passiert ist. Gibt's diese Aktion immer noch? Ja. Istanbul, das Würfelspiel ist ein Problem, nee, nicht Problem, oder? Ist das da drinne? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Ich glaube nämlich, ich wollte es kaufen bei einem Bekannten, ja. Und dann hatten sie das nicht, bin ich in die Spieleburg gefahren, dort standen noch türmeweise die Spiele rum. Ich bin zum Chef gegangen, hab gesagt, ich hätte gerne Istanbul, das Würfelspiel. Meinte, ja, das habe ich irgendwo gesehen, hilf mir mal mit beim Suchen. Und ja, dann hab ich's, die Messe. Dann habe ich es dort gekauft. Also dort gab es das, also bei Amazon gibt es das gerade nicht. Also diese Aktion scheint es immer noch irgendwie zu geben. Ja, gibt es, definitiv. Also das war tatsächlich auch vom Handel sehr positiv aufgenommen. Wenn ich irgendwas anmerken sollte zu der damaligen Sendung ist, dann muss ich sagen, wir haben damals einfach darüber philosophiert und diskutiert. Heutzutage würden wir wahrscheinlich dann irgendwie noch ein kleines Interview mit jemandem von Pegasus führen und da und ein paar Fragen loswerden. Und das hätten wir halt damals uns vielleicht nicht getraut oder wir sind einfach nicht auf die Idee gekommen oder wir hielten uns für unwichtig genug. Aber da hätten wir wahrscheinlich irgendwas rangepackt. Da hätten wir eigentlich als Vorbereitung für diese Sendung noch nachholen können, so ein Interview. Ja. Mann. Hättest du mal was vorher gesagt? Ja, aber das ist ja... Vorbereitet. Einmal mit Profis, würde jetzt der René sagen. Nein, aber ich finde es immer noch schwierig als Käufer, weil ich mich da so ein bisschen... gedrängselig fühle? Ja, das hatten wir damals auch schon gesagt, dass man sich da so ein bisschen aus dieser Komfortzone rausbewegen muss. Du bist nicht Zielgruppe. Also das ist einfach so die, ich meine, klar, nun nimmt Pegasus auch tatsächlich Spiele mit rein, wo man sagt, da, aber da ist man voll Zielgruppe dafür. Aber an sich macht Pegasus das vor allem um, auf der einen Seite hat es halt den Vorteil für den Fachhandel, der freut sich, dass er auch ein bisschen unterstützt wird von Verlagsseite. Und zwar in einer Form, wo dann also tatsächlich ein bisschen Geld auch rüberrühlt. Und auf der anderen Seite ist es einfach, die meisten Kunden und wirklich der größte Teil des Geschäftes läuft halt außerhalb von dem, was wir sind. Wenn ich uns jetzt mal als so die Nerds hinstelle,
Da gibt es einfach genug Nicht-Nerds, die das Geld lassen und die merken noch nicht mal, dass das irgendwie eine Fachhandelsaktion ist. Und die paar wenigen, die dann das auch merken und sagen, ja, ist mir egal, wo, dann gehe ich halt in den Handel, die sind dann nochmal so das Plus obendrauf und der Handel muss nicht sinnlos irgendwelche versteckten Preiskämpfe machen oder sowas. Das ist, also ich finde das schon, ich kann das alles nachvollziehen. Ich finde es aber noch schwierig. Das habe ich damals auch schon gesagt. René? Ich sehe das jetzt gar nicht mehr so dramatisch eigentlich. Also ich finde es voll okay. Also das, zum einen muss das jeder selbst entscheiden können, also der Verlag, ob er das so machen möchte oder nicht. Und gehst halt mal wieder in den Laden, wenn du es unbedingt haben willst. Es ist ja nicht so, als würde es das nicht geben. Ja, aber nicht jeder hat einen Laden. Das ist das Problem. Ja, aber ich sag mal so, das Problem liegt einfach natürlich in dieser Gesellschaft, die sagt so, ich brauche es jetzt und ich brauche es sofort. So ein bisschen so auf Queen gemünzt so. I want it now, I want it. Aber das ist in der Theorie, dann kauft man sich das Spiel halt ein halbes Jahr später, also oder 3 Monate später. Dann ist das auch kein Problem. Im Chat wird das auch gerade kritisch gesehen. Dort wird auch gesagt, dass man manchmal halt keine Läden vor Ort hat oder die Läden nicht kompetent sind oder. Dazu muss man aber sagen, dass Pegasus tatsächlich inzwischen das ein bisschen aufgebröselt hat. Es gibt halt welche, die nur Fachhandel sind. Es gibt welche, die sind online-exclusive. Es gibt welche, die sind Fachhandel-online-exclusive. Also die kann man dann auch online kaufen, aber nicht bei jedem Online-Händler, sondern nur bei dem Fachhandel. Oh, das ist ja dann schon wieder kompliziert. Das versteht doch dann wieder keiner. Das versteht keiner. Das ist auch nicht wirklich perfekt kommuniziert, aber das gibt es. Ja. Ja, ich denke, das ist okay und der Hype nach dem Neuen, da muss man sich halt mal entweder bremsen Oder sich aus einer Messe fahren, wo man ohne Ende Spiele kaufen kann und was die Leute auch getan haben. Oder aus einer Komfortzone rausbewegen. Meinst du, das klang jetzt gerade fast wie eine Überleitung, oder? Ja. Das war eine Überleitung. Lass uns weitermachen. Genau. Zur Messe. Die Messe liegt jetzt ja schon ein bisschen zurück. Soll ich noch mal kurz meine Heimreisegeschichte erzählen? Oh Gott. Nein, lass es lieber. Es war auf jeden Fall grausig und es war trotz der Tatsache, dass die Bahn natürlich vorher gesagt hat, dass da irgendein Stellwerk umgestellt wird. Stellwerk? Es gab einen massiven Sturm, das weißt du, ne? Ja, das weiß ich. Aber zusätzlich war ja noch so die Geschichte, dass SNE irgendwie aufgrund der Stellwerkgeschichte schwer. Nein, Essen war nicht Arnes Problem. Genau, mein Problem war, dass ich morgens in den Zug steigen wollte und irgendwie erstmal mal Twitter gelesen habe und irgendwann war bei Bahn irgendein Retweet oder sowas habe ich gekriegt, so, hey, Sturm in Niedersachsen, schaut mal, was da so los ist. Ach, in Berlin auch. Ja, und ich guckte aus dem Fenster und es war ein laues Lüft. Strahlter Sonnenschein. Strahlter. Naja, so ist auf der Bahnseite wurde denn davon abgeraten, seine Reise anzutreten, wenn möglich. Also ich hatte halt über Düsseldorf, Hannover, Göttingen gebucht und da fuhr irgendwie nichts. Da habe ich gedacht, ja, könnte spannend werden. René und Family sind dann abgedüst zur Messe. Ich war dann allein im Haus und der Plan war halt, ich gehe dann halt irgendwie eine Stunde später zum Bahnhof und dann dramatisierte sich das irgendwie, nichts fuhr mehr, irgendwie man bei Bahn.de und überall wussten auch niemand, was da los war. Und dann habe ich gedacht, fährst du halt über Frankfurt? Guckst du mal, was da so los ist? Ja, dann habe ich da geguckt. Ja, alle ICEs, die nach Norden fuhren, wurden in Frankfurt gestoppt. Ich gedacht, bleibst du wohl vielleicht noch mal da? Ich dachte, kannst ja mal mit dem Bus fahren, mit dem Fernbus. Ja, die fuhren dann so um 19.30 Uhr ab Düsseldorf. Also das war halt alles morgens und die fuhren dann so abends 19.30 Uhr ab Düsseldorf und die wären dann um 3.40 Uhr in Göttingen gewesen mit Umstieg in Frankfurt. Da habe ich gesagt, ach nee, da habe ich keine Lust drauf. Mitfahrzentrale war auch keine Alternative. Ich bin einfach bei René geblieben, habe einfach meine Reise verschoben. René und Family kamen wieder, ich lag auf dem Sofa, habe Football geguckt. Wollte meine Spiele auch nicht auspöppeln, weil die ja noch verschickt werden sollten. Deswegen habe ich die alle zugelassen, bis auf das eine. Und am nächsten Tag hatte ich dann umgebucht. Ach, da müsste ich mich nochmal um die Rücken.
bin dann über Kassel gefahren und mein Umstiegszug hatte irgendwie auch 2 Stunden Verspätung irgendwie. Aber wenn man in Kassel ist, kommt man auch schnell nach Göttingen. Das ist ja nicht so weit. Da gibt es mehr Möglichkeiten. Und was ist jetzt deine Meinung zu dieser Werbeaktion von der Spiel in Essen, die Leute einen Tag länger bei sich auf der Messe zu halten? Ja, genau. Ja, das war auch lustig. Hat geklappt. Den Viktor Kubilke, schöne Grüße, hat er irgendwie bei Twitter geschrieben, er ist zum Bahnhof gefahren, hat gesehen, dass sein Zug irgendwie nicht fährt, ist auf zurück zur Messe und wieder hat noch paar Stunden dran gehängt. Ich weiß nicht, ob es Arbeit oder Freizeit war. Ach, auf der Messe ist doch immer Freizeit. Das war irgendwie alles irgendwie scheiße. Aber da, ja, und wir sind dann auch irgendwie zum Chinesen gegangen mit ne, René und ich und Family und guckten so, ja, blauer strahlender blauer Himmel, es wehte so ein bisschen, aber konnten uns gar nicht vorstellen, dass da irgendwie, ja, irgendwie in Niedersachsen ein bisschen Sturm war. Berlin war nicht besser, kann ich ja sagen. Also. Wir hatten ja auch Unwetter hoch 3. Ja, und da hat man nichts mitgekriegt. Das fand ich irgendwie sehr kleine Anekdote hier mal. Ne? Naja, aber freut mich ja, dass du dann trotzdem gesund nach Hause gekommen bist. Ja. So, aber jetzt lasst uns endlich über die Messe reden. Ja, Matthias, was ist denn dein Abschlussfazit so jetzt nach mehreren Tagen Messe und jetzt hast du mehrere Tage Zeit, dich zu entwöhnen. Entwöhnen? Er plant doch schon 18. Ja, ja, jetzt unabhängig davon, dass du wieder was planst. Ich mache jetzt mal einen ganz, ganz schlechten Vergleich. Dafür bin ich ja, glaube ich, bekannt. Schnallt euch an, Leute. Also, bei Frauen ist es ja so, dass wenn die schwanger sind, das sind ja fürchterliche Schmerzen und ganz grausige Erinnerungen und die fluchen und sagen nie wieder und so. Und relativ schnell nach der Schwangerschaft hat man das dann alles vergessen und freut sich nur an dem Kind. Ungefähr so fühlt sich das jetzt an dieser Stelle an, auch wenn jede Frau sagt, was ist das für ein Scheißvergleich. ich habe vor Ort auch einfach nur gesagt, boah, ich bin K.O. und ich kann nicht mehr und das ist alles anstrengend und so und ich bin froh, wenn es vorbei ist. Und jetzt eine Woche später denke ich mir so, boah, war das eine geile Zeit und ich freue mich schon total aufs nächste Jahr und so weiter und so weiter. Ja. Was hast du denn effektiv jetzt so mitbekommen überhaupt? Außer deinen Stand. Ich war tatsächlich ich war ja nur am Donnerstag am Stand festgekettet. Da wäre ich wahrscheinlich eh nicht so viel gesehen. Ich war an den anderen Tagen tatsächlich ein bisschen unterwegs, habe ein paar Meetings gehabt, habe zwischen den Meetings so auf dem Weg immer so mir die Route geplant, so wie ich zu den Meetings laufe und zurück, damit ich an ein paar Ständen was einsammeln kann und habe tatsächlich aber nicht so viel von der Messe gesehen, wie ich gern gesehen hätte. Bin trotzdem natürlich auf dem Weg von vielen Leuten angesprochen worden und oder habe auch selber ein paar Leute angesprochen und an dieser Stelle nochmal wirklich viele Grüße an jeden, der irgendwie kurz Hallo gesagt hat. Ich habe mich jedes Mal gefreut. Ja, und dann natürlich klar, Miplix, du hast völlig recht, es waren definitiv zu wenig Tische da. Ich glaube, das war aber ein Problem, dass alle Stände haben und natürlich möchte man mehr Tische hinstellen, wenn das nicht so verdammt teuer wäre. Aber da ist natürlich auch entsprechend, muss ich mal gucken, wie ich das nächstes Jahr mache. Ja. Ja. Genau. Auf jeden Fall war unsere Aufnahmeecke sehr leise, aber darüber, also die Tonqualität war in Ordnung. Aber ja, da müssen wir nochmal, da werden wir nochmal was zu announcen, wie heißt das, bekannt geben. Ja, announcen ist schon das richtige Wort. Announcen ist das richtige deutsche Wort dafür. Ja, nicht das Deutsche, aber das Richtige. Ja, genau. Also, ja. Okay. Ja, also das war jetzt mein Eindruck. Wie sieht euer Eindruck aus so nach einer Woche? Ja, was ich sehr positiv fand, war, dass ja dieses Mal zum ersten Mal die Verlagsvertreter zu uns gekommen sind. Und Das war irgendwie merkwürdig. Ich fand das war mal eine ganz andere Situation. Ja, aber ich glaube, das war auch für die Verlagsvertreter ist das auch eine ganz andere Situation, habe ich das Gefühl. Die Andrea Stadler hatte ja zum Beispiel bei uns gesagt im Interview oder vor dem Interview, ja, weil es ist ja schon stressig, die von A nach B zu kommen auf der Messe. Ich meinte, ja, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich nicht mehr verantwortlich. Das fand ich irgendwie total lustig. Ja,
man kann das positiv sehen. Wir hatten ja die Verlagsvertreter zu uns an den Stand geholt, wegen, damit wir die Technik nicht hin und her schleppen müssen. Ja, das fand ich irgendwie, da, wie gesagt, da haben wir Ideen fürs nächste Jahr. Also ich würde das auch glatt nochmal so wieder machen, Verlagspartner dahin holen. Nee, das fand ich also sehr, sehr, sehr angenehm so. Ansonsten, ja, die Stichwort, die wir schon ein paar Mal genannt hatten, war voll, Schlange, ausverkauft und nicht gespielt. Warte mal, der Nico hatte hier noch einen Trend gegeben, Produktionsfehler. Ja, das war aber letztes Jahr ja auch schon so. Ich habe letztes Jahr einen Cottage Garden gekauft, da musste ich irgendwie danach nur was bekleben. Und bei Weltausstellung war auch irgendwie das eine Brett falsch gedruckt und so. Das ist, das hängt tatsächlich, glaube ich, damit zusammen, dass Essen einfach immer ein Stress ist, alles rechtzeitig abzugeben, alles zu liefern. Meistens kommt es ja von der Druckerei im letzten Moment zur Messe. Und selbst wenn das nicht ist, passieren auch Produktionsfehler einfach, weil alle im Stress sind und ja. Bekannte Verlage sind ja da auch nicht von ganz von ausgenommen, ne? Ja, ja. Ja. Genau. Nee, aber ich sagte, es war voll. Angenehm fand ich tatsächlich so die hinteren Hallen, also vom Platzangebot her, wo man auch nochmal durchschlendern konnte und auch das ein oder andere nochmal entdecken konnte, ohne jetzt der Menschenmasse folgen zu müssen oder einfach vom Strom der Menschen mitgerissen zu werden, wenn man irgendwo steht. Das fand ich ganz schön. Ansonsten, das hatte ich auch schon zu Arne gesagt, nächstes Jahr bin ich mal wieder besser vorbereitet auf die Messe. Ich bin also, doch relativ... Wo warst du denn nicht gut vorbereitet? Bei allem. Na, ich meine, so gerade was die hinteren Hallen anbelangt, war ich überhaupt nicht, wer ist da, was gibt's da, was könnte man sich da mal angucken. Gerade so in den mir oder für mich interessanten Spielen war ich überhaupt nicht auf dem Laufenden, was da überhaupt da ist. Ne? Da waren leider sehr viele Kickstarter-Previews zu sehen. Finde ich dann immer etwas schade, dann kann man sich das Ding angucken und sagt, in 3 Monaten kommt das auf Kickstarter. Bis dahin habe ich es vergessen. Der Impuls, es jetzt haben zu wollen, ist aber da. Aber ich könnte ja noch nicht mal jetzt sagen, okay, dann klicke ich mir das jetzt bei Kickstarter direkt. Geht auch nicht, ja, weil erst in 3 Monaten. Du weißt ja schon, warum die das da machen. Ne? Werbung, alles ja, gut. Ich sag nur, für mich ist es dann immer so dieses, ich bin einer von diesen Leuten, die sehen, oh, haben wollen. Also kaufen, klicken, bezahlen, Ende. Geld weg, danach ärgern. So, und jetzt komme ich halt diesem Kaufimpuls oder kann ich nicht nachgehen. Also ärgere ich mich natürlich nachher nicht, dass ich Geld ausgegeben habe, was ich vielleicht gar nicht habe. Aber ja, ich kann das so nachvollziehen. Ist schwierig. Ich kann das so richtig gut nachvollziehen. Und ich bin ja auch so einer, der tatsächlich unter diesem Impuls leidet, um es mal so zu formulieren. Und widerspricht das aber nicht dem, was wir davor gesagt haben? Die Leute kaufen wie blöde? Ich meine, wenn du jetzt auch noch die ganzen Sachen, wo du es nur hier, du kannst es mal antesten, es kommt in 3 Monaten, auch gleich kaufen könntest, wann willst du denn das alles raustragen? Ja, aber ich war ja weniger bei den Leuten, die an der Noria oder Altiplano oder was weiß ich für einer Schlange standen. Charterstone? Da stand ich drin. Siehst du? Aber nur eine. Ich war ja nicht bei allen Schlangen vertreten. Nur eins noch, Liebling. Einen habe ich noch. Ja, aber wie gesagt, ich finde es okay, dass sie da stehen und Werbung für ihr Spiel machen. Sollen sie auch tun. Es hilft ihnen ja auch. Apropos Schlange, da hätte ich auch noch eine Geschichte. Ich war ja irgendwann, was wollte ich denn kaufen? Ach, ich wollte das Ethnos kaufen, im Asmodee-Shop. Da war ich im Shop, ja, im Asmodee-Shop, Halle 3. 3, genau. Ich habe auch einen in Halle 1. Ja, in Halle 3 rumgesucht, nicht gefunden, eine Kasse gegangen, gefragt, ja, haben wir hier, also die sagten, ja, keine Ahnung. Nee, erst hatte ich eine Mitarbeiterin gefragt, die hat gesagt, geh an die Kasse. Die an der Kasse haben gesagt, oh, ist hier glaube ich nicht. Die haben mir eine Liste geguckt, okay, muss hier sein. Fragen Sie mal den. Dann bin ich zum anderen Mitarbeiter, hat er rumgesucht da. Nee, ist hier nicht, muss drüben sein, in Halle 1. Ich sage, was, wo, Halle, also, ja.
Also ich war gar nicht auf dem Asmodee-Stand übrigens in Halle 1, immer nur vorbeigegangen. Aber dann hatte ich René auf dem Weg getroffen. Ich sage, ich müsste noch mal in den Shop von Asmodee. Da hat er mich angeguckt und gelacht. Da war eine Schlange vor dem Shop. Habe ich gesagt, nö. Die haben ja tatsächlich mit Einlasskontrolle gearbeitet. Ne? Erst wenn vorne einer oder hinten einer raus ist, durfte vorne wieder einer rein. Nee. Alles wegen Diebstahl. Ja, aber ich stelle mich doch nicht an, um in naja. Und dann die ganzen Leute, die sich beschweren, dass die Preise zu teuer sind. Wegen Diebstahl? Ach, der von übrigens von Gloomhaven hatte seine Kasse auch festgemacht mit einem Fahrradschloss an einem Tisch. René, hattest du das gesehen? Ja, ja. Man hätte nur den Tisch hochheben müssen, dann hätte man die Kasse in der Hand gehabt. Ja, aber das fällt doch mehr auf, als wenn man einfach nur die Kasse mitnimmt. Ich glaube, wenn du so einen Tisch hinter dir herziehst, könnte das Aufmerksamkeit ja, aber, erregen. Ja, aber dieses mit diesem Kaufen, ich, ja. Ist das nur so gewesen? Also ist das nur so ein Eindruck, den wir haben, so ein subjektiver? Oder meint ihr, da wurde wirklich mehr umgesetzt? Ich glaube tatsächlich, es wurde deutlich mehr umgesetzt. Das sind wirklich viele Stände gewesen, die eigentlich jetzt mal, sage ich jetzt mal, nicht nur konservativ, sondern ziemlich voluminös an die Mengen rangegangen sind und wo es dann trotzdem nicht gereicht hat. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass es mehr Leute sind, die kommen. Also ich meine, alleine die 12.000, die es dieses Jahr mehr waren als letztes Jahr, die alleine, weißt du, wenn davon jeder 12? Ich denke, es waren 174 letztes Jahr. 172 waren es letztes Jahr, glaube ich. Und jetzt hatten wir zwei. Ja, okay, lass es 10.000 sein. Aber 10.000 Leute, wenn jeder von denen ein Spiel kauft, sind das einfach mal 10.000 Spiele, die mehr rausgehen. Und jetzt lass da ein paar Leute dabei sein, die sagen, yeah, ich bin auch mal in Essen und dann irgendwie auch in den Kaufrausch verfallen und dann 10 Spiele kaufen. Dann reden wir schon von 100.000 weiteren Spielen. Und das ist die Zahl, die man sich einfach abrufen muss. Und deswegen ist unser Eindruck vielleicht tatsächlich ein bisschen falsch, weil wenn man sich die Loot-Bilder anguckt, die ganzen Leute sagen, ja, das habe ich aus Essen mitgenommen und das, die sind gefühlt ja nicht größer geworden, die Stapel, als letztes Jahr. Es ist einfach nur, dass es noch mehr Leute sind und deswegen alleine schon irgendwie. Du hast das ja in erster Reihe quasi miterlebt. Du hast ja, also wir reden jetzt über den Stand von Edition Spielwiese und Frosted Games. Das können wir jetzt hier gerade mal ein bisschen. War das so zu erwarten? Also ich meine, das Noria von Spielwiese war ja schon so ein bisschen auf einem kleinen Hype-Train, sage ich mal. Das war tatsächlich auf einem Hype-Train, einen, den aber keiner von uns wirklich so vermutet hat. Ich kann das auch ehrlich gesagt nicht irgendwie in Worte fassen, wie das dazu gekommen ist. Es lief ja auch noch besser als das neue Indian Summer vom Uwe Rosenberg, wo man sich auch schon sagte, so wahrscheinlich ist das Indian Summer trotzdem noch das stärkere Spiel, aber das war halt an der Stelle nicht so. Aber es war trotzdem am Ende ausverkauft, weil auch da natürlich mit Nachchargen am Wochenende und ähnliche Sachen, das einfach alles weggegangen ist. Und also es wurde tatsächlich, also es wurde halt wirklich viel gekauft. Und wenn du natürlich noch gutes Verkaufspersonal da hast und weißt du, da kommt einer und sagt, ich hätte gern das, dann sagst du, ah ja, willst du da auch noch das und das haben? Dann guckt er kurz drauf und sagt so, ja, nehme ich auch noch. Und dann hast du schon mal automatisch statt einem Spiel drei verkauft. Einfach nur, weil das eine hat noch einen Zehner gekostet und das hat noch einen Zehner gekostet. Und die Leute haben an der Stelle auch ihrem Impuls nachgegeben. Ja, es war schon krass. Und René ist da, glaube ich, in so eine Anti-Haltung verfallen, hatte ich das Gefühl. Wieso Anti-Haltung? Du hast gar nichts gekauft. Charterstone. Also, ich kann zumindest Artifacts sagen, stimmt, ich hatte mich sehr ausführlich vorbereitet. Ich hatte mir ganz groß lange Listen gemacht und so und habe versucht, dass diese Listen kürzer sind als die Listen letztes Jahr. Und ich meine, ich habe zwar trotzdem am Ende irgendwie 60 Neuheiten nach Hause geschleppt, wobei da zum Teil auch ein paar Sachen sind, die ich mir ertauscht habe, beziehungsweise die, wo wir Rezensionsexemplare schon vor Ort bekommen haben. Aber in erster Linie, muss ich ganz ehrlich sagen, war das auch nur möglich, weil der liebe Hevi, vielen, vielen, vielen lieben Dank, einfach losgegangen ist und gesagt hat, Matthias, was soll ich dir besorgen? Was schon mal sehr hilfreich war. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich irgendwie nur halb so viele Spiele mit nach Hause gebracht. Genau, das gleiche hat René ja auch gemacht, nur er war der Läufer. Genau. Ja, ist doch cool, oder? Wenn man für andere Leute einkaufen geht, seinem Kaufimpuls nachgeben kann und am Ende noch nicht mal Geld ausgegeben hat. Schon gut, ja. Übrigens, ich habe jetzt meinen King Domino-Turm. Ja, der ist cool. Ja, hat nur 3 Euro gekostet, fand ich richtig nett. Das ist doch schön. Ja.
Ja, das, dieses Kauf, Konsumgesellschaft? Konsumgesellschaft, ja, man kann das, glaube ich, auch sehr kritisch sehen. Jetzt ist halt die Frage, wie viel von diesen gekauften Spielen werden auch wirklich gespielt und wie oft? Also wir sind ja, aber das ist eine müßige Diskussion, gesagt, oder? Da machen wir eine Sendung zu, das werden wir halt durchspielen. Es sind halt solche Legacy-Spiele, wo man weiß, man spielt die 10, 12, 20 Mal. Ist das tatsächlich etwas, was auch Zeit wegfrisst? Und ich befürchte, dass von den 60 Spielen, die ich mitgenommen habe, wahrscheinlich 10 bis 15 am Ende des Jahres tatsächlich noch ungespielt sind. Es ist eine müßige Diskussion. Ja. Die menschliche Zeit ist halt begrenzt und dieser Kaufimpuls ist halt da. Da sind wir halt dann doch alle nur Tiere. Stimmt, ich hatte auch diesen Kaufimpuls. Ich habe René hat sich ja dieses Unrest, hier die Nations, das Würfelspiel, die Erweiterung geholt. Siehst du, die habe ich vergessen. Ja, was? Ja. Habe ich gedacht, ach, Nations hast du mal gespielt, das fand ich ganz cool. Ich bei Pegasus habe gefragt, hey, habt ihr auch einen Bundle? Er meinte, ja, ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt bezahlt? 30 für beides? Ja, cool. Also Grundspiel, oder René? War irgendwie sowas war das, ne? Ja. Irgendwie die Erweiterung und des Nations. Auf jeden Fall noch ein Fünfer irgendwie gespart. Genau, noch ein Fünfer gespart. Ach ja, das guckst du dir mal an. Ja, das hatte ich nicht auf der Liste. So, hier sagt einer im Chat noch gerade, Coaster Park war Donnerstagmorgen am Stand zum Anschauen. Ja. Also Coaster Park ist tatsächlich so, das hat der liebe Per Silvester schon wieder verkauft. Ja, genau, das Spiel soll nicht so der Bringer sein. Ja, ich da hatte war, mich sowieso aber der Hype trotzdem gut genug. Ich hatte mich ja bei dem Spiel grundsätzlich gefragt, das war ein Riesenhype und alle sagten so, oh, das muss total cool sein. Und dann dachte ich mir, es hat vorher keiner geguckt, ob das überhaupt funktioniert. Ja, man schiebt die so ineinander irgendwie, habe ich jetzt gesehen in einem Video. Ja, es reicht ja einfach nur, wenn es einfach produktionstechnisch überhaupt nicht funktioniert, dass da diese Murmel überhaupt gut rollt oder dauernd runterfällt oder das ganze Teil dauernd zusammenbricht, so fiddelig, wie das vielleicht sein mag. War ich jetzt echt überrascht, wie sehr das da abgegangen ist. Ja, aber also wenn das, also ich glaube, der Verlag wird aber damit sich wirklich keinen Gefallen getan haben, wenn das wirklich so schlecht ist, wie der Per sagt. Weil das tatsächlich dann dafür sorgt, dass die Leute wahrscheinlich in Zukunft sagen, naja, ist schön, dass du dir eine tolle Idee gemacht hast, aber du hast letztes Mal schon nur Rotz geliefert und dann, ja, das kann halt ganz doll nach hinten losgehen. Im Chat wird auch ja gerade angemerkt, dass man das Spiel gar nicht sehen konnte, wie es funktioniert da auf der Messe. Es wurde einfach nur halt verkauft oder dann halt nicht mehr verkauft, sondern noch die Schachtel hingestellt. Aber ein funktionierendes Spiel gab es nicht am Stand, oder? Nein. Scheinbar nicht. Also ich hatte ja auch keine krass. Zeit, mir das anzugucken. Ich war einmal hinten, aber ich hab die Schachtel halt gesehen, wo halt irgendwie Sold Out drauf stand. Aber das Spiel hatten sie nicht ausgestellt. Was schon ein bisschen. Auf einer Neuheitenshow war es auch nicht, oder? René? Nee, da war aber auch nicht jeder. Ja, aber da hätte man es vielleicht auch schon mal so mal die Kugel runterrollen lassen können. Ach, die Optikblender. Ja, das ist genau die Grafikblender, sagt der Arne immer so gerne. Ich glaube auch tatsächlich, also mich hat das Spiel auch schon vorher nicht angemacht, weil ich mir dachte, ein Spiel, wo man irgendwie Kullerbahn spielt, da nehme ich lieber dieses eine Kullerbahn-Spiel von Ravensburger. Das ist ja für mich an sich, also das fühlte sich für mich auch nicht nach Spiel an, vom Lesen der Anleitung. Und von Ach genau, da wo du gerade Kullerbahn sagst. ich war ja auch... Kommt jetzt der Rent? Nein, Mitte des Jahres kam ja irgendwie von Ravensburger. Nee, das war zur Spielwarenmesse. Ja, oder dann schon kam so eine E-Mail ins Haus geflattert, hier, unsere neue Kugelbahn, Gravitex, mit einem sehr geil gemachten Promo-Video, wo die Kugeln da über die Bahn fliegen und geschossen werden. Ich sag so, oh, geil, eine coole Kugelbahn, muss ich haben. Dann waren wir auf dem Ravensburger Event. Ja, und da war sie nicht, dachte ich, verdammt. Dann sind wir mal zum Stand gegangen und haben uns das mal angeguckt und da muss ich sagen, da war ich sehr ernüchtert von dieser Kugelbahn. Das sieht alles nett aus und funktioniert auch bestimmt ganz gut, aber für Kinder war es sehr fummelig und sehr wackelig und ich weiß, dass das meine 6-Jährige oder fast 7-Jährige damit auch einfach überfordert gewesen wäre. Und wir haben uns dann auch auf Anraten vom Jürgen dann den oder die Hubelino angeguckt. Und
ich bin dann auf diesen Standmenschen zugegangen und gesagt, ich hätte da eine Frage. Und das Erste, was er guckt mich an, sagte, ja, sind kompatibel. Das scheint wohl die erste Frage zu sein, ob diese Bahn, die sehen halt aus wie Duplo-Steine, ob die mit Duplo kompatibel sind. Und das Erste, was er mir sagte, sind kompatibel. Hervorragend. Und genau. Dann haben wir uns eine Hubolino-Kugelbahn zugelegt und aber nur die Kurve, aber nur die Bahnteile, nicht die. Genau, nur die Bahnteile, weil die Bauelemente, weil wir haben hier nur so eine riesen Kiste mit Duplo-Steinen. Nicht genug, wie wir feststellen müssen. Und wir haben auch nicht genug Bahnelemente, mussten wir. Also wir müssen mehr Bahnelemente und mehr Duplo-Steine kaufen. und ich oder meine Tochter musste sehr hart mit mir kämpfen, dass sie auch Bahnen bauen durfte und nicht nur ich. Ja, das war sehr lustig. Ich habe das ja noch mitgekriegt. Also ihr seid ja von der Messe dann da wieder gekommen, diese Bahn oder gleich, Papa, ich will auspacken. Nein, wir gehen jetzt erstmal zum Chinesenbuffet. Und danach Bodycheck, Tochter weg und ich an die Kugelbahn. Genau. Nein. Aber, sehr schön. Aber ich habe keine Duplo-Bahn mehr. Wir hatten eine, als meine Kinder klein waren und dieses ist alles schon weg. Jetzt bin ich ein bisschen verärgert, dass ich die nicht mehr habe. Naja, gut. Ja, also da von dieser Gravitex da. Die fand ich jetzt, also für kleinere Kinder, also so jetzt, wie gesagt, 6, 7, nicht so geeignet. Da finde ich diese Hubolino. Vor allem, wir haben jetzt noch eine Zweijährige hier rumflitzen. Spätestens die hätte das komplett abgeräumt, wenn sie einfach nur daneben gestanden hätte und geguckt hätte. Bei der Hubolino mit den Duplo-Steinen, die reißt sie zwar auch stellenweise ein, aber die nimmt sie so en bloc dann halt mit und nicht so einzelne Bahnen und Kleinteile. Und die Kugeln sind größer, die kann sie nicht so gut in den Mund stecken. Du gönnst deiner Tochter auch nichts. Die will doch. Ja, das sind alles Sachen, über die man sich normalerweise keine Gedanken macht. Aber hat man ein zweijähriges Kind zu Hause, macht man sich auch über die Kugelgröße Gedanken. Schluckzylinder, sage ich nur. Schluckzylinder. Schluckzylinder? Ja, so, das ist ja eine Anforderung für solche Sachen, dass die. Du hast unsere Haber-Folge nicht gehört, oder? Kommt beim irgendeinen Rückblick, glaube ich, mal wieder. Ja, dauert ein bisschen, aber ich den Schluckzylinder. Ansonsten an dieser Stelle, lieber René, hör doch mal unsere Haber-Folge. Ja. 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 Wollen wir noch mal gucken, was jetzt so der heiße Scheiß war? Genau, wir gucken mal, was der heiße Scheiß war. Wir fangen an mit dem deutschen heißen Scheiß, indem wir einen Blick werfen auf die Fairplay-Liste. Und zwar nicht die ich irgendwann mal in einer Sendung vorgelesen hatte. Ach, ich sehe gerade, ich habe die falsche rausgekopiert, sehe ich gerade. Ja, das ist eine Freitagsliste. Ja, genau. Das war die falsche. Es war eine Freitagsliste. Wo kriege ich denn jetzt? Moment, er hat das gehashtaggt. Dann werde ich den Hashtag hier finden. Ja, super. Spiel 16. Ja. Soll ich schnell mal in meine E-Mails reingehen und gucken? Nee, ich habe finales Ergebnis, ich hab's. Weil ich habe ja als Abonnent natürlich die vollständige Liste bekommen mit allen sämtlichen Bewertungen, selbst von den Spielen, die nur irgendwie von einem bewertet wurden. Echt? Lohnt es sich ja, Abonnent zu werden. Das nennt man Abo-Service. Warte mal, jetzt macht's Moment, kurz ich hab's. Link in den Hintergrund. Könnte sein, dass ihr da was hört. Ich hab's jetzt aber auch rausgekramt. Du hast es auch rausgeklammert. Oh, einmal mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis. Ja, ich hab's jetzt oder willst du jetzt auf deine zurück? Nee, du fängst an und genau, also es gibt ja immer diese große Fairplay-Liste, da möchte ich übrigens auch alle Hörer nochmal irgendwie zu ermutigen, dort mitzumachen, weil ich glaube, dass diese Liste aussagekräftiger sein könnte. Sagen wir es mal so. Denn es steht nämlich drauf, 30 plus Wertungen, also Spiele mit 30 Wertungen und dann die besser wie 3,5 Sterne bewertet wurden. Das ist jetzt ja auch umgestellt worden. Ich glaube, wir hatten es in unserem Tagebuch auch mal kurz erwähnt, dass da irgendwie eine Veränderung stattgefunden hat. Letztes Jahr musste man noch Schulnoten vergeben von 1 bis 6, ne? Oder was? 1 bis 6 oder 1 bis 5? 1 bis 6, ja. Und jetzt müsste man Sternchen vergeben. Was für die ausländischen Besucher definitiv sinnvoller war, weil das Sternchen, das begreift man international, während die Schulnoten, das war tatsächlich überfordernd für internationale Gäste. Ja, stimmt, da macht das Sinn. Also ich fange mal einfach unten an. Ja. Da ist ein Merlin ist dort drauf von Queen Games. Also wir reden jetzt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 Spielen. Also dort ist ein Merlin mit 3,6. Matthias, du hast das mit nach Hause genommen, oder? Ich habe das mit nach Hause genommen. Ich habe es noch nicht gespielt. Gut. René, du hast es auch nicht gespielt. Mm-mm. Ja. Dort ist ein Kalimala drauf von ADC Blackfire. Auf Nummer, das müsste jetzt 10. Ja die 10 sein. Ist jetzt bei mir zu Hause gelandet. Heute Nachmittag, das habe ich auch gekauft. Das war, glaube ich, das erste Spiel, weil ich gekauft habe. Ich habe gedacht, es macht mich irgendwie an. Da gibt es irgendwie ein Goodie. Oh Gott, was ist hier los? Aber diese Häuser finde ich schon ganz geil, wenn man hier da drauf ja, steht. Ja, das ist aber wirklich Blinky-Blink-Material. Das braucht man nicht zum Spielen. Ja, ich weiß, sieht trotzdem geil aus. Ja, natürlich. Also, das ist dein die gutes Recht, Blinky-Blink haben zu wollen. Gab's dazu. Es hat ich uns will nur, auch immer Blinky-Blink. Es hat uns nur eine Partie Hypergrid gekostet. Okay. Dort ist ein Noria drauf auf dem Platz 9 von Edition Spielwiese mit 3,8. Noria, Matthias, du hast das bestimmt schon gespielt, ne? Ich habe das nicht in der finalen Version gespielt, aber ich würde sagen, in der so gut wie finalen Version. Ich habe da ein paar Mal einen Playtest mitgemacht. Ja. Deswegen enthalte ich mich mal an dieser Stelle kurz meiner Stimme und okay. Sage einfach, es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum das auf dieser Liste ist. Okay, darüber ist nämlich ein Memoir-Edition Spielwiese. Geil, bitte? Das ist doch einfach geil. Das Spiel ist einfach geil, genau. Danke. Das finden wir auch alle, ne? Ja. Das war auch so ein Blindkauf auf der Berlin-Con. René hatte mir das irgendwie mitgebracht. Ja, weil ich hatte das mit der den beiden von Spiel doch mal und dem Spielevater gespielt und ja, 2 Minuten erklärt und alle hatten Spaß. Genau, das du bist dann nochmal losgegangen. Ich dachte, ach, irgendwas würde ich ja gerne mitnehmen. Und da meintest du, wäre ganz cool. Und da ist mir jetzt noch ein Autor unterschrieben drauf. Genau. Heaven and Ale kommt da drüber von Eggert Spiele, was übrigens Premium Shop exklusiv ist. Ich habe gerade nachgeguckt. Also Heaven and Ale. Was ist das denn hier für ein Service? Bitte? Was? Cooler Service für unsere Hörer. Premium Shop exklusiv bis 31.12.17. Also bis zum Ende des Jahres nur im Premium Shop. Wo auch immer, wer auch immer das ist. Zum Beispiel die Spieleburg in Göttingen? Oder wahrscheinlich im Shop bei Pegasus Spiele. Ja, wahrscheinlich. Also Heaven and Ale kann ich auch nur zu sagen, hatte ich das erste Mal gespielt, als es noch bei Hans im Glück im Verlagsprogramm lag. Die haben aber irgendeinen Kniff nicht gelöst bekommen, haben dann irgendwann sich von dem Spiel getrennt und ist dann bei Eggert gelandet. Die haben diesen Kniff gelöst bekommen und haben es halt rausgebracht. Und natürlich ein Spiel, wo man Bier brauen muss von einem Verlag, dessen Gründer Bierbrauer ist. Das ist dann irgendwie für den ein No-Brainer, dass das natürlich rauskommen muss. Ja. Und ich denke, das ist tatsächlich auch etwas, was viele Leute in dem Sinne total anspricht, weil es genau die Sorte ist von Eurogame, die sie brauchen. Von Michael Kiesling und Andreas Schmidt. Michael Kiesling kommt gleich nochmal, merkt euch den. Darüber Istanbul, das Würfelspiel und Pegasus, ja. 3,8. Wollen wir das jetzt erwähnen? Oder lieber nachher? Boah, das warum nicht beides? Okay. Also an dieser Stelle als Info für all unsere Patreone, unsere Weihnachtspostkarte dieses Jahr ist für Istanbul das Würfelspiel. Ne. Doch. Und wie kommt man da dran? Da musst du einfach nur Patreon sein und uns mindestens 2 Euro im Monat in den Kopf werfen. Genau, also ihr könnt noch einsteigen. Also jeder, der das ist, kriegt Wir so. Ziehen die Liste der Leute, die sowas bekommen, aus dem System am Punkt 1. Dezember, vielleicht auch am 2. Dezember, 1. oder 2. Dezember, wird das rausgezogen, dann drücke ich einmal Dinger aus, klebe es brav auf die Postkarten drauf und dann gehen sie in die Post. Genau. Ist das denn exklusiv nur bei uns oder danach denn auch bei Pegasus, weißt du? Das ist jetzt nicht wirklich in dem Sinne exklusiv. Erstmal aber schon. Es ist, also die Absprache mit den Verlagen ist, sie können das selber auch als Weihnachtspostkarte gleich an Leute rausschicken. Ist in den letzten 2 Jahren nicht in der Form passiert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir produzieren davon, glaube ich, genau 1000 Stück.
Wir verschicken ungefähr davon 50, 80, 100 in dem Dreh herum. Ja, wahrscheinlich. Ich habe auch noch so ein paar extra hier für den Fall des Falles, dass das irgendwas kaputt geht unterwegs oder so. Und den ganzen Rest schicke ich an den Verlag. Und ich habe keine Ahnung, was die letzten zwei Jahre mit denen gemacht haben. Vielleicht kann der Matthias Wagner oder der Christian Hildenbrand uns das mal sagen. Aber sie sind natürlich völlig freigehalten, das dann auch gleich rauszuschicken oder sich aufzuheben für eine schöne Gelegenheit. Ich meine, wenn die das dieses Jahr auch noch rausschicken, dann haben wir ein bisschen mehr Werbung für unseren Bretterwisser. Aber auf jeden Fall sind wir sehr, sehr glücklich, dass die Verlage das mit uns mitmachen. Genau, ich finde eine coole Aktion, weil das auch ein ziemlich cooles Spiel ist. Das habe ich mir, ich habe es ja erzählt, ich habe es mir jetzt noch gekauft, weil wir am Sonntag wollten wir was spielen und irgendwie hatte ich Bock drauf. Wir haben tatsächlich, es war lustig, wir waren irgendwie fünf Leute. Also fünf Leute, scheiße, geht nicht. Haben wir erstmal Istanbul gespielt, geht zu fünft. Danach ist bei mir die Frau ausgefallen. Also die musste dann aussteigen, weil ihr Kind irgendwie Stress geschoben hat. Dann haben wir danach dann nochmal Istanbul das Würfelspiel gespielt. Mehr dazu später, würde ich sagen. Ja. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Bei Istanbul. Wir waren beim Istanbul-Würfelspiel. Das war auf Platz 11, 10, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6. 6, 6, genau. Jetzt kommt die 5, Altiplano, die LP ja. Games. Ja, Donnerstag schon ausverkauft gewesen. Schon sehr früh. Also ich meine, der war nicht wirklich konservativ mit seinen Zahlen, aber das Ding hatte auch einen entsprechenden Hype, weil im Dice, Orléans in anders. Im Dice Tower Podcast, also in diesem Dice Tower Universum war das schon sehr gehypt und ich glaube, das zieht dann halt einfach auch international. Ja. Es wird eine zweite Auflage geben, keine Angst. Contest, ja. Genau. Das Interview folgt nach dieser Sendung. Also direkt im Anschluss an unsere Aufnahme gehört denn noch das Interview, weil wir das in der letzten Folge vergessen haben, noch mit dran zu schnippeln. Deswegen kommt hier einfach nochmal das bisschen extra. Genau. Danach auf der 4 Rajas of the Ganges. Die Nummer 100 von Familie Brandt. Genau. Ich habe heute den Spielträumers Podcast gehört und dort wurde das Spiel sehr gut angepriesen. Ich glaube, mein Finger hat vorhin schon fast gezuckt. Der kann ruhig zucken. Das Spiel wird dir definitiv liegen. Ja, echt? Ich habe es das erste Mal gespielt gehabt in Oberhof, also letzten Ostern, und war sehr, sehr, sehr gut davon angetan und muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich kenne die Vorgänge. Also ich meine, da gab es zwei Prototypen, die bei Huch lagen von den beiden Autoren. Und irgendwie waren beide nicht so richtig und dann hat der Verlag gesagt, weißt du was, wir schmeißen diese beiden Spiele einfach mal zusammen. Und dabei ist dieses Spiel entstanden und das war dann irgendwie so dieser Knickmoment. Auf jeden Fall so haben die da was richtig Tolles gemacht. Also die Britta hatte auch richtig, richtig gute redaktionelle Arbeit reingesetzt. Und also die drei waren einfach ein köstliches Gespann und ein traumhaftes Ergebnis. Und das Spiel macht echt Laune. Was ich so ein bisschen, dieser Spielplan, der sieht irgendwie so wuselig aus. Legt sich das im Spiel oder? Du wirst feststellen, dass der über alles andere als wuselig ist. Also das, du hast tatsächlich bei dem Spielplan, in erster Linie musst du die beiden Zählleisten, wo du ja von beiden Seiten nicht annähern musst, am Rand. Mhm. Die sind relativ gut zu sehen. Dann hast du in der Mitte eigentlich diesen Fluss. Der ist tatsächlich optisch super zu sehen. Und dann hast du auf der linken Seite von dem Fluss die sechs großen Aktionsfelder. Die mit den Würfeln. Genau. Und auf der rechten Seite hast du auch noch irgendwie zwei Aktionsfelder. Und das war's. Ja, ich werde mir das mal... Der ganze Rest ist einfach nur, damit auch die Stimmung rüberkommt zu dem Thema. Also das ist überhaupt nicht so wuselig beim Spielen. Ist ja nicht so, dass heute ein ganz großer Karton mit Spielen angekommen wäre, aber... Ja. Genau, so. Ja, schadet ja nicht. Also wir nähern uns, glaube ich, jetzt noch ein sehr gutes Spiel. Azul von Plan B Games, was irgendwie so auch so ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Kann das sein auf der Messe? Oh, das ist aber auch gut. René? Ist okay. Wir haben das nämlich abends dann noch gespielt. Das war nämlich das Spiel, was ich ausgepöppelt habe bei René auf der Couch. Haben wir das abends dann in der Pöppeln? Die Ablage ausgepackt haben. Das war das, was ich mir angucken wollte. Ja, aber das ist doch, also das ist genau das Richtige für dich. Ja, ich fand das auch richtig, richtig klasse. Also richtig, richtig klasse. Und es wurde jetzt hier, ich habe das hier, wie gesagt, ich habe den Karton vorhin aufgemacht, erstmal so Azul rausgekramt, dann habe ich gesagt, guck dir mal die Steine an und dann wurde hier in der Familie erstmal die Steine rumgereicht. Ja, also materialtechnisch natürlich auch ein Träumchen.
Ja, ich glaube für René, das ja ist okay, wie er sagte. Ne? Ja. Ist zu wenig Thema? Magst du keine Fliesen legen? Mag keine Fliesen. Zu abstrakt wahrscheinlich einfach. Wenn es mal Fliesen legen wäre, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich hätte ein Badezimmer oder irgendwas gefliest. Ja, ist okay, ist halt nicht meins. Ich finde es halt krass, dass halt auch ein abstrakt, ja, ich nenne es jetzt einfach mal abstraktes Spiel, was es ja doch ist, ne? Ein abstraktes Spiel doch so einen Hype tatsächlich auch auslösen kann. Aber ich meine, Quirkel war ja auch ein Riesenerfolg. Und Quicks und The Game und das sind ja auch alles mehr oder weniger abstrakte Spiele. Wir kommen ja gleich noch mal zu einer anderen Liste. Wo war und nicht zu vergessen, hier, wie hieß das, Kältes ist ja auch Spiel des Jahres geworden, mehr oder weniger als abstraktes Spiel. Ja, davon reden wir jetzt ja auch gar nicht. Lass uns mal weitermachen. Ja, ich wollte nur sagen, also, also ich finde das nicht so verwunderlich. Also es gibt halt nicht nur die Renés dieser Welt, die sagen, es kann gar nicht genug darkes Thema geben, das muss nur so triefen, sondern die sagen, ja, ist mir scheißegal, solange das Spiel geil ist. Und das Spiel ist gut. Ja. So, jetzt kommt ein kleiner Sprung von 4,2 von Azul auf 4,4, also schon relativ weit oben. Clans of Caledonia von Karma Games. Hatte der überhaupt genug Exemplare zum Verkaufen da? Kann das sein, dass das auch ein bisschen manipuliert ist? Definiere manipuliert. Naja, es gab eine Kickstarter-Kampagne mit, wie viel, was stand da drauf auf dem Plakat? 600? Ach, weiß ich nicht, wie viel. Ganz vielen Leuten, die mitgemacht haben. Genau. Ja. Und du hast ja dann quasi Kontakt zu deinen Kunden. Ja, aber er wird nicht den Kunden gesagt haben, stimmt mal da ab, sondern es wird eher andersrum sein, dass viele Leute die Zielgruppe von dem Spiel sind. Das Spiel wurde ja auch schon irgendwie 2 Wochen vor der Messe ausgeliefert. Die Leute haben es sofort auf den Tisch gepackt. Die konnten das vor Ort auch bewerten, weil sie mussten es vor Ort nicht spielen, sondern sie konnten es in Ruhe schon zu Hause spielen. Ja, es ist ja halt auch ein Spiel, was halt einfach schlecht zu auf der Messe zu spielen ist. So ein Istanbul-Würfelspiel geht wahrscheinlich einfacher als ein Clans of Caledonia. Genau, das geht einfach und schnell. Auch Spiele wie Heaven und Ale und Memoir, das sind ja schnell gespielte Spiele. Heaven und Ale auch? Heaven und Ale ist ein schnelles Spiel. Also das ist, verglichen mit Rajas ist das definitiv kürzer. Verglichen mit Altiplano ist es definitiv einfacher. Verglichen mit Clans of Caledonia ist es definitiv noch ein, also Heaven and Ale ist ein Kenner. Okay, oder so ein Azul, das funktioniert auf der Messe super. Ja, das ist sogar rot, ja. Ja, aber okay, ich will da keinem was unterstellen, aber ja, du sagst ja, es war vor der Messe schon verfügbar und die Kickstarter hatten dann schon eine Meinung zu dem Spiel und dann Also spannend finde ich jetzt aber die Nummer 1 tatsächlich. Ja, interessanterweise, irgendjemand hat das so schön formuliert, Platz 1 und 2 sind ja dasselbe Spiel. Im Sinne von, sie haben beide denselben Vorgänger. Wir sollten vielleicht nochmal erwähnen, dass Gaia Project jetzt die Nummer 1 ist. Genau, und beides sind ja in dem Sinne Spiele, die aus Terra Mystica entstanden sind. Und da macht ja auch der Schumann, der Autor von Clans of Caledonia, macht ja jetzt auch kein Hehl drum, dass er sagt, er hat sich natürlich von Terra Mystica inspirieren lassen. Das ist ja aber dann trotzdem noch ein eigenständiges Spiel geworden und nur weil jetzt irgendwelche Elemente übernommen wurden, macht das Spiel ja nicht schlechter. Du bist ja unser, ich will jetzt nicht sagen Vielspieler, sind wir ja mehr oder weniger alle. Was sagst du denn zu der 1 und 2? Machen die dich an? Willst du die ich spielen? Ich habe beide Spiele hier zu Hause liegen, weil ich das für mich völlig logisch sind, dass ich die auf jeden Fall spielen will. Sie haben mich ausreichend angemacht, dass ich nicht drüber nachgedacht habe und gesagt habe, das ist ganz klar, dass ich die kaufen muss. Ich habe sie aber beide bis jetzt noch nicht gespielt und das war aber eher aus Zeitmangel. Also einfach, weil wir haben uns erstmal an Charterstone rangesetzt, haben gesagt, wir wollen ja auf jeden Fall, so wie auch angekündigt, erstmal diese Legacy-Spiele spielen, weil man die halt relativ gut am Stück spielen kann. Und danach stürzen wir uns auf die ganzen anderen Sachen. Und dann habe ich jetzt hier natürlich eine Truppe, die sagt, oh, lass uns Gloomhaven spielen, wenn das jetzt auch schon mal hier zu Hause rumliegt. Wie, du hast auch so ein Spiel gekauft, so mit, Gloomhaven, ja, ich war ja bei dem zweiten Kickstarter dabei, das kam ja auch irgendwie 2 Wochen vor Essen oder so, das habe ich bloß noch nicht aufgemacht und die natürlich sofort, ja, Gloomhaven, lass uns spielen, Kampagne hier, komm, jede Woche 7 Spiele und so, dann haben wir das tatsächlich in einem Jahr durch und ich so, ja, dann lass uns lieber die Sachen spielen, die schneller rumgehen und, von da aus gesehen, das sind tatsächlich 2 Spiele, wo ich glaube, die werde ich wahrscheinlich dann irgendwann im Laufe des Dezembers, Januars spielen. Die haben es jetzt für mich nicht so eilig, da bin ich mir sicher, die sind gut und ob ich die jetzt einen Monat früher oder später spiele, ist nicht das Entscheidende für mich.
Ich fülle das erstmal mit kurzen Spielen. Also da würde ich jetzt einfach mal zu den Spielen kommen, die ich noch vermisse, die ich der Meinung bin, die eigentlich in diese Top 10 auch mit reingehört hätten. Es passen nur 10 Spiele auf diese Liste, ne? Es sind 11. Passen beliebig viele drauf, weil die Bedeutung ist nicht, dass sie eine Top 10 machen, sondern dass sie sagen, es muss mindestens 30 Bewertungen haben und es muss mindestens besser als 3,5 sein. Okay, was fehlt denn dir? Was mir fehlt, ist also, was wir schon erwähnt haben, The Game Face-to-Face, weil das tatsächlich sehr schnell gespielt ist und verdammt gut ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der normale Fairplay-Leser, der da abstimmt, das nicht gespielt hat oder das irgendwie aus den Augen verloren hat. Und was mir vor allem fehlt, und das habe ich mit meiner Frau jetzt seit Essen auch, glaube ich, schon irgendwie 40 Ich weiß es, ich Mal weiß, gespielt. Was du jetzt sagen willst. Ja. Majesty? Nein. Oh, okay. Majesty habe ich noch nicht hier. Aber? Codenames Duet. Ich glaube, der Codenames-Zug ist abgefahren. Ganz ehrlich, das ist in meinen Augen im Moment das absolut beste Codenames, weil du es halt auch zu zweit spielen kannst. Du bist ganz anders gefordert. Es ist viel, viel schwerer dadurch. Es ist für mich so, geil, Codenames, aber gut. Ich kann dazu sagen, ich gucke ja hier gerade die Liste, es hat tatsächlich nur 18 Bewertungen bekommen. Das ist der Grund, warum es jetzt an der Stelle nicht in dem Sinne dabei ist. Ja. Ja. Also Majesty fehlt mir jetzt so ein bisschen. Majesty? Ich kann ja mal kurz gucken. Ich habe ja hier eine schöne Liste. Da kann ich sehen, was das der Punkt ist mit Majesty. Und zwar 75 Bewertungen. Das würde ja rausreichen. Das sind aber viele. Aber 3,49. Also knapp raus. Knapp raus. Wäre wahrscheinlich dann auf Platz 12, wenn man es genau guckt. Ja, es war ja auch in den Tagen vorher ja auch schon. Ja, ja, eben. Ja. Ich kann ja mal gucken. Ich nehme mal alles raus, was hier. Ah ja, na gut. Nee, dann machen wir ja, das. Ja, 3,49, so. Ja. Hm, noch irgendwas, was dir. Was tatsächlich sehr, sehr viele Stimmen bekommen hat, was mich so im Nachhinein so sagte, so das wäre jetzt ein Geheimtipp gewesen, hätte man mir auf der Messe erzählen sollen. Der hat auch mit einem Schnitt von 4,5 sehr, sehr gut abgeschnitten, aber leider viel zu wenig Bewertungen. Santa Maria von Aporta Games. Das war in den USA auch, glaube ich, groß gehypt. Habe ich nur was Positives nach der Messe gelesen, hat mir auf der Messe niemand was von erzählt. An dieser Stelle alles Böse von euch. Matthias, Santa Maria ist, glaube ich, der heiße Scheiß. Ja, das ist zu spät. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da rankomme. Das macht mich an. Du wirst das schon irgendwie hinkriegen. Das werde ich hinkriegen. Natürlich gibt es auch einige Spiele, die haben eine glatte 5 Sternchen, weil sie nur einmal bewertet wurden. Ja, super. Da sind so tolle Spiele dabei wie 18CZ. Keine Ahnung, wie viele Leute geschafft haben, das tatsächlich zu spielen. Die müssen wir jetzt nur nicht aufzählen, würde ich sagen. Nein, das machen wir nicht. Übrigens auch Pandemic Legacy Season 2 hat nur reine 5-Sterne-Bewertung bekommen von beiden Leuten, die da Noten abgegeben haben. Ja, wie willst du das denn? Nee, das kannst du nicht. Ich finde es auch sinnvoll, dass es da eine Minimum-Bewertung gibt, die man haben muss. Das kannst du dann, ich meine, bei Boardgame. Ja, wir können mal rübergehen zu Boardgame Geek vielleicht, oder? Warte mal, ich wollte noch kurz, weil, wenn ich jetzt mal die rausnehme, sie hatten ja dann auch so sehr, sehr gute Noten, aber nicht genug Bewertungen. Und da nehme ich jetzt mal nicht so von denen, die nur irgendwie 2, 3, 4 Noten haben, sondern auch, sagen wir mal, mindestens 20. Da war nämlich noch das Anachronie, das sollten wir erwähnt haben, ja. Mit einer glatten 4. Charterstone mit einer glatten 4, das wenn, ist die Notre Dame-Neuauflage. Wenn in der Schule mal gesagt wurde, du hast eine glatte 4, war es eher mal schlecht. Ja, aber wir reden hier von 4 Sternchen, das ist natürlich tatsächlich sehr gut. Das Transatlantik, was ich sehr spannend finde, ist hier mit dabei mit einer 3,71. Da höre ich jetzt nach der Messe eher so gemischte Sachen. Dann ein Spiel, was wahrscheinlich ein Arne-Spiel ist, Kitchen Rush. Mit ja, diesen aber Sanduhren, wo du in der Küche herumhantieren musst. Gibt's ja nur auf Englisch, oder? Englisch, ja. Das der Grund sein. Atipia Games, griechischer Verlag, kommt vielleicht irgendwie noch auf Deutsch. Ja, dann. Czech Games, Pulsar, 28,49. Scheint auch sehr viel anzumachen. Das ist doch ein Spiel für dich, René, oder? Er hat nicht zugehört. Doch, das habe ich doch sogar schon an Stahleck gespielt. Ach, und gewonnen. Ich möchte es nochmal betonen, ich habe das gewonnen. Ja, du darfst auch mal ein Spiel gewinnen. Und es ist doch genau das für dich, oder? Es war gut. Also ich
bin ja da auf einmal in so den Eurogames-Bereich abgetaucht und die klassischen Eurogamer habe ich alle abgezogen. Ich sollte nochmal überlegen, das Genre zu wechseln. es war tatsächlich gut. Ja. Na dann, dann, also an der Stelle ist das auch nochmal eine Empfehlung. Und die letzte, den ich noch machen möchte, weil er über 3,5 liegt und mit 27 Noten ganz, ganz knapp dabei ist, von unserem lieben Freund dem Carsten vom Schwerkraft Verlag, das Klonk. Das ist auch mit einer Bewertung über 3,5 Sternchen dabei. Ich habe es inzwischen ein paar Mal gespielt, ich finde es gut. Ich habe mir die Erweiterung geholt auf der Messe. Ich freue mich total darauf, auf neuen Brettern zu spielen mit neuen Karten. Finde ich super dafür. Oh, wenn das Ende nicht wäre, ja. Ja, genau. Das ist jetzt deine Meinung. Ich finde das Ende auch gut, weil es tatsächlich also nochmal ein anderes Ding. Also da habe ich eher ein Problem mit dem Ende von Zeiss. Aber naja. Ja. Gut, dann lass uns rübergehen zum Geekbus. Zum Geekbus, da machen wir jetzt, weiß ich nicht, nur ein paar. Da fangen wir auch mal vorne an. Also vorne ist dort auch ein Azul zu finden. Ja. Auf der 1, auf der 2 ist ein Charterstone und auf der 3 ist ein Altiplano. Mhm. Noch weiter? Plans of Kamelot. Ja, lass uns mal gucken. Auf Platz 5 haben wir ein Spiel, das heißt Fog of Love. Ja, René hat da, glaube ich, eine Meinung zu. Ich war nur verwundert, also eine Sache, das war direkt gegenüber vom Board Game Geek Stand und soweit ich das jetzt gehört habe, hatten die gar keine Spiele da. Ja, geil. Weil, glaube ich, der Container irgendwie untergegangen ist oder nicht angekommen ist, was auch immer. Richtig, genau. Das also es war jetzt nicht mehr so, dass das ankam, sondern weil das wirklich auf hoher See ist, der Container umgekippt. Das Problem hatte doch Noris, glaube ich. War das nicht Noris auch? Nee, wette. Ja, doch, auch die VR, die Escape-VR-Dinger. Die sind auch auf dem Schiff gewesen, das von einem Sturm erfasst und umgekippt und jetzt auf dem Erdboden des Sees irgendwo. Irgendwo auf dem Indischen Ozean schwimmen jetzt die ganze VR. Also von daher weiß ich jetzt nicht, wie aussagekräftig tatsächlich diese Bewertung sein kann. Dann lass uns rübergehen zu Nummer 7, Dragon's Gate College von NKN. Das war zum Beispiel das Titelblatt von der Messeausgabe der Spielbox. Die Spielbox hat ja auch mal ihre Messeausgabe und die erste Seite kann man natürlich auch werbemäßig kaufen. Und das war Dragon's Gate College. Wie weit hat das geholfen, dass die Leute alle ein Dragon's Gate College Heftchen beim Eingang in die Hand gedrückt bekommen haben? Was meint ihr? Ja, außerdem haben sie Wasser verteilt, ne? NSKN hat Wasser verteilt, genau. Da gab es kostenlose Wasserflaschen. Hat auch geholfen. Ja. Ja, Photosynthese. Dann haben wir hier ein Spiel, davon ich noch nie was gehört habe. Hero Pass Dragon Roar auf Platz 9. Was ist das? Keine Ahnung. Aber ich glaube, jetzt zählen wir nur noch Spiele wieder auf. Ja, stimmt, wir zählen nur Spiele auf, aber vielleicht haben ja unsere Hörer noch etwas, was sie sagen, mein Gott, dass ihr davon nichts gehört habt. Das ist in den Top 10, das muss man kennen. Also zumindest bis zu den Top 10. Platz 10 ist hier Agra, das ist auch super. Finde ich, hätten wir das, können wir das halt ruhig erwähnen. Agra, dieses lustige, schräggestellte Brett, ne? Das Ressourcenbrett oder was auch immer. Ja, ist auch eine schwere Kiste. Das Dragon Castle finde ich übrigens noch spannend von Horrible Games. Jetzt sind wir aber wieder quasi wie in der Messe-Vorschau, nur in der Nachschau. 10, 11, 12, 13. Oh ja, cool. Ja. 40, okay. Hab mal kurz durch. Ja, dann lass uns jetzt mal um die Messe das berühmte Schleifchen machen. Denn wir haben ja noch was anzusprechen und sind ja schon wieder länger geworden, als wir eigentlich geplant haben. So, ich sag zu meiner Freundin immer, es wird nicht so lang heute. Ja, wie meiner Frau auch gesagt. Ja, aber das war's dann zur Messe. Oder hat noch eine jetzt was ganz Wichtiges mitzuteilen? Und er platzt ansonsten? Ja, und zwar ganz wichtig. Ich wusste es. Die Spiel 2018 findet statt vom 25. bis zum 29. Oktober. Wer sich das noch nicht in seinen Kalender geschrieben hat, bitte jetzt reinschreiben. Ja, ach René, dein Bild ist jetzt übrigens auch im Ravensburger Archiv gelandet. Also von dem Stupido? Stupido, ja. Alles klar. Sehr schön. Ja. Genau, also ja, gut. Wir wollen jetzt, glaube ich, das Buch. Genau, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen die Werbetrommel für uns rühren, beziehungsweise noch ein bisschen erzählen, was wir im Jahr 2018 auch noch ein bisschen planen. Und zwar wollen wir ein bisschen das Thema Patreon noch mal ganz kurz beleuchten, wie unsere Pläne da sind, was wir dann noch vorhaben. Denn ich denke, mittlerweile
haben wir einen guten Stand an Patreon erreicht und wir wollen dann noch ein bisschen mal was tun. Erstmal vielen Dank nochmal an alle, ne? Also das sollten wir erstmal als erstes sagen. Alle, die uns da unterstützen, alle, die uns auf der Messe auch begrüßt haben und sowieso generell, jetzt sind wir doch wieder bei der Messe, aber wie gesagt, diese Unterstützung von Patreon, ist wirklich eine große Hilfe für uns, um das Ganze jetzt ein bisschen nochmal voranzubringen. Und erstmal, die Seite wird jetzt bis 2018, unsere Patreon-Seite wird nochmal ein bisschen überarbeitet. Und in dem Zuge wollen wir die Kampagne auch nochmal ein bisschen anpassen. Genau. Wir haben ja im Moment 1, 2, 3, 4 Stufen, in denen man uns unterstützen kann. Eigentlich ist ja die Wahl der Stufe oder wie viel Geld man unterstützen kann, ist ja frei wählbar, aber wir haben halt so Stufen und wir wollen halt das Ganze nochmal ein bisschen vereinfachen, weil wir festgestellt haben, die eine Stufe ist ein bisschen, die braucht man nicht. Die war eigentlich schon spannend, aber wir werden diese 7,50 Euro Stufe, die wird gestrichen und wir wollen das auf 2, 5 und 10 jetzt verschlanken. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich die rausnehme bei Patreon, was mit den Patreonen passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe davon aus, die landen dann einfach nur, als sie unterstützen. Aber das kann ja jeder nochmal prüfen, kann bei der Gelegenheit überlegen, ob er seinen Wert anpassen möchte. Ich werde die einfach anschreiben. Genau. Das war ja auch so eine limitierte Stufe, weil das war diese Stufe mit ich komme in die Sendung. Jetzt hatten wir zum Beispiel einen Patreon, der auf dieser Stufe sitzt, der nicht mit in die Sendung wollte und jetzt haben wir uns das Ganze zum Anlass genommen, mal das Ganze nochmal zu überdenken. Genau. Also es wird dann nur noch 2, 5, 10 geben. Wollen wir die Stufen vielleicht nochmal ein bisschen erläutern oder steht das alles? Ja, mach mal. Also die Zweierstufe, jetzt muss ich erstmal ein bisschen hier mich gerade hinsetzen. Es geht ums Geld. Für alle Leute, die jetzt uns zum Beispiel für die Zweierstufe unterstützen, wir haben jetzt einen Slack-Kanal. Was ist Slack? Slack ist, wie nenne ich es denn? Ein Echtzeitforum oder ein Echtzeit-Chat? Also ja, ein Chat. Eigentlich ist das so ein Chat-Tool, wo ich die Patreoner alle eingeladen habe. Und dort kann man sich jetzt so ein bisschen unterhalten. Es ist auch ein bisschen, rege aktiv. Das war jetzt zur Messe auch spannend, was da los war. Ich wünschte, ich hätte da ein bisschen mehr zur Messe reingeschaut. Das war manchmal nicht ganz so möglich, aber dass da, oder ich nenne es mal einfach wie ein WhatsApp-Gruppenchat mit Kanälen, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, was das ist. Das ist halt so ein Tool, was wir zum Beispiel intern auch seit 2 oder 3 Jahren benutzen. Ist alles kostenlos und unsere Patreone werden dazu eingeladen, da mitzumachen und mit uns zu quatschen und die Patreone sich untereinander auszutauschen. Finde ich ein ganz schickes Tool, wird gut angenommen. Jetzt muss ich am besten mal die Kampagne mal auf. Also weiterhin natürlich für alle unsere 2-Euro-Unterstützer gibt es auch die Postkarte, die wir vorhin schon geredet haben. Genau, darüber haben wir ja schon geredet. Wo stelle ich das denn ein? Hätte ich mal besser vorbereiten sollen. Hm? Du bist wunderbar vorbereitet. Merkt man, ne? Nicht? Ja. Wieso hängt das eigentlich an mir? Naja, weil du doch unser Patreon-Beauftragter bist. Genau, und die 5er-Stufe, die jetzt kommt, natürlich kriegen die auch den Zugang zum Chat und Bimbamborium. Da sind wir jetzt noch so ein bisschen am Tüfteln, was wir damit jetzt machen, weil wir wollten ja ein monatliches Gewinnspiel machen. Das waren 2 monatliche. Das haben wir auch eine ganze Weile lang gemacht. Das ist ein bisschen eingeschlafen aus Mangel an Zeit. Ich werde bei ein paar Verlagen nochmal kurz hausieren gehen und ein paar Gewinne einsammeln, die wir unter allen, die uns bis jetzt auf der Stufe unterstützt haben, nochmal dann so als kurzes Abschied verlosen von dieser Stufe. Und überlegen wir, ob wir einfach eine vierteljährliche Verlosung. Also wir haben da eine Idee mit einem kleinen Konzept, was wir machen, aber die 5er, die kriegen dann regelmäßig Verlosungen an den Kopf geworfen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es Verlosungen so sind. Also da würde ich jetzt tatsächlich nicht noch sowas versprechen, sondern also der Plan war eigentlich, denen was anderes anzugedeihen, was wir aber auch noch nicht so richtig in trockenen Tüchern haben, weil wir natürlich da wieder mehr Ideen haben als die Zeit. Power, das auch umzusetzen. Aber
wir wollen auf jeden Fall gucken, dass wir den Fünfern dann irgendwas anderes Cooles in die Hand drücken können als Dankeschön. Hm. Etwas, was über eine Postkarte hinausgeht. Oder ein Bierdeckel. Genau. Ja, also da wird nochmal, die kriegen auch nochmal ein bisschen mehr. Genau, 7,50 € oder 7,50 $, die werden gegangen. Nein, die werden nicht gegangen. Die Stufe wird dann gestrichen und auf der 10er-Stufe gibt es dann halt die lustigen T-Shirts. Genau. Die ich wie gesagt, hier nochmal der Aufruf, alle, die keins bekommen haben bis jetzt und noch auf eins warten, bitte einfach eine kurze Mail schreiben an Arne. info@bretterwisser.de. Wir schicken das dann umgehend zu. Genau. Dieses Jahr im schicken Grün, was immer ihr zu dem T-Shirt sagen wollt, Arne hat es verbrochen. Ja, ich, ja. Nee, ich finde es schön. Also ich find's ja, gut. Vorne, ja, ich kann das ja nochmal, das geht jetzt ja gleich ins nächste. Wir möchten nämlich auch, eigentlich hätte ich gerne vorne noch ein Logo drauf gehabt, ein neues. Also ja, ich nicht hab, nur du. Aber wir wollen nochmal das Logo überarbeiten lassen, was wir haben, weil ich damit nicht so 100%ig zufrieden bin und das soll professionell geschehen. Dafür wird auch noch mal ein bisschen Geld fließen müssen. Und ja, an dieser Stelle auch noch mal aufgerufen an unsere Hörer, wer jemanden kennt, der in dem Bereich arbeitet und da vielleicht gerne was für uns machen möchte, soll sich auch bitte bei uns dann melden, per E-Mail vielleicht, Arne, an. Soll ich das nochmal einspielen? info@bretterwisser.de. Nein, also es gibt da auch externe Lösungen, aber ich fände das charmanter, wenn das irgendwie auch jemand wäre, der das also, den man kennt. Also wenn ja jetzt nichts kommt, es geht die Welt nicht unter. Wir haben schon 2-3 Leute angefragt, auf die wir auch zurückgreifen würden. Das wollten wir eigentlich schon alles vor der Messe haben, das war aber für die Personen nicht machbar. Und jetzt gucken wir nach, wann die halt irgendwie mal einen freien Slot haben. Aber vielleicht kann auch irgendjemand anders das vorher machen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendeinen kennt, der Bock hat, es muss ja nicht komplett anders aussehen. Es soll einfach nur mal schön überarbeitet werden. Da würden wir uns total freuen. Eigentlich möchte ich ja, also es soll halt nicht, der Stil soll schon behalten werden. Also das können wir ja mit dem Grafiker dann klären. Aber so die Grundform, ja. Damit sind wir ja zufrieden. Nur ich bin mit der ganzen Ausführung im Moment nicht so ganz 100%. Aber beschwer dich bei dem, der das gemacht hat. Ja, im Moment, ich beschwere mich mal bei mir selber. Ja. Genau, in dem wird es auch noch mal ein bisschen musikalisch noch mal ein bisschen eine Veränderung. Aber wir brauchen halt einfach noch mal ein bisschen so Bumper heißen die oder Trenner. Dadurch, dass wir jetzt ja das neue die neue Software benutzen, können wir halt Dinge einspielen und da möchten wir das Ganze noch mal ein bisschen. Da haben wir uns auch schon den Viktor schon mal, der uns das Intro ja gemacht hat. Übrigens, wenn ich jetzt die Rückblicke immer mache, dann muss ich durch das alte Intro nochmal durch. Das ist immer sehr lustig. der soll einfach nochmal ein bisschen, da wird nochmal ein bisschen Pep reinkommen, hoffe ich. Was wir auch gemerkt haben auf der Messe, also jetzt geht es geht immer noch ums Geld. Wir haben festgestellt, an einer Stelle brauchten wir 2 Aufnahmegeräte, mobile. Die hatten wir nicht. Und okay. Da wird es dann nochmal ein zweites Aufnahmegerät geben, was uns einfach das ganze Leben nochmal erleichtern würde. Genau, das ist der Plan. Weil René und ich waren bei Ravensburger Event und Matthias war am Stand und hatte das Interview mit dem Carsten Reuter gemacht und da lagen 2 Kilometer Fußweg dazwischen. Das ging halt und nicht. Ihr konntet dann euch zum Glück das Gerät vom Jürgen leihen. Vielen Dank, Jürgen. Ja, was wir auch gemacht haben. Nein, aber wir hätten es uns ausleihen können. Ja, logistisch ist das halt auch immer, also vor der Messe war das jetzt auch schwierig. Matthias fährt auf ein Presseevent, Arne fährt auf ein Presseevent, René fährt auf ein Presse, also da muss das, wir haben halt nur ein mobiles Aufnahmegerät, das muss dann irgendwie logistisch immer von A nach B irgendwie und ja. Ihr versteht genau. Das Problem. Genau, also da ist einfach der Plan, dass wir noch ein zweites Gerät uns anschaffen, das uns dann halt mal die Möglichkeit gibt, da auch andere Sachen noch, also dass wir einfach flexibler sind und mehrere Leute. Aber ich glaube, da reden wir von Mitte, da reden wir wieder eher von Spiel 18, würde ich sagen. Ja. Weil das ja auch nicht so ganz billig ist. Wichtiger ist, dass der René nochmal neu bestückt wird. Genau, der hat als einziger noch kein neues Mikro. René, Audiotechnik. René ist nicht so gut bestückt. Jetzt wissen es alle. Bitte. Alle 12 Leute im Chat. Ja. Nein, also
Genau, also Matthias und ich sind ja jetzt halt schon mit dem fast gleichem Setup ausgerüstet. Das wird auch nochmal aufs gleiche Level gehoben und dann kommt René auch nochmal. Weil damit bin ich eigentlich zufrieden, was ich jetzt so habe. Matthias, noch nicht so, dass... Ja, du kriegst nochmal... Na, dein Audio-Interface wird nochmal ausgetauscht. Ja, mein Audio-Interface muss nochmal... Und ich überlege immer noch, dass ich mir hier irgendwie vielleicht ein paar Schaumstoffdinger an die Wand hänge. Einfach damit der Hall bei mir noch mehr nachlässt. Welcher Hall? Genau, du heilst überhaupt nicht mehr. Du heilst doch gar nicht mehr. Ja, doch, gefühlt schon, finde ich. Hör dir mal die alten Aufnahmen. Ja, ich weiß. Die Kathedrale ist weg. Du kannst ja auch einfach einen Wäscheständer über deinen Computer stellen und dann... Hatten wir nicht irgendwie, wir waren aber eigentlich gerade noch bei den Stufen, oder? Hattest du schon irgendwas zur 10-Dollar-Stufe gesagt? Da bleiben wir bei dem T-Shirt, nicht wahr? Ja. Hatten wir erwähnt. Und, und natürlich alles, was da drunter liegt, natürlich auch, ne? Ja, das ist so dann bei mir untergegangen. Also, doch, hatte ich gesagt. Na, du bist aber auch gesprungen diesmal wie? Wieso, von 2,5 auf 10, ja? Ja, ja, genau. Ich meinte jetzt eigentlich, aber ist egal. Genau. Und dann hat Matthias noch was in der Pipeline. Oder genau, ich habe was in der Pipeline. Ich das steht noch, angekündigt. Ne? Ja, das steht noch. Ja, ja, die ersten Folgen sind ja schon aufgenommen. Wir müssen nur gucken, wie das technisch funktioniert. Da muss ich mich dann nochmal reinfuchsen. Das wollte ich jetzt alles nach der Messe halten. Genau, das ist, das sollte, eigentlich hätte jetzt auch schon irgendwas davon online gehen sollen. Das tut es jetzt wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen. Ja. Genau, ich habe eine Top 100 gemacht. Das wird dann irgendwie in 10 Folgen verteilt, dann irgendwie stückchenweise ausgestrahlt und dann haben unsere Hörer auch was davon. Und bleibt halt erstmal auf dem Patreon-Channel exklusiv. Genau. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, dass wir es exklusiv machen. Wir werden mal gucken, was unsere Hörer dazu sagen. Genau. Aber ich wollte ja auch Videos exklusiv machen, aber ich hatte so viel Spaß bei den Messevideos. Ich werde diese Arne-Spiels-Reihe fortsetzen. Also so kleine Videos, fünf Minuten, ja, 5 bis 10 vielleicht, ja, wahrscheinlich eher 5, wo ich mir einfach mein Handy schnappe. Das hat auf der Messe eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe mir jetzt noch so ein Shotgun-Mikrofon fürs Handy, das ist kompliziert, das kommt morgen. Und dort gibt's weitere Videos von mir auf unserem YouTube-Kanal. Was haltet ihr denn davon? Frei für alle. Ja. Wenn man schon von Kinderspielen... Wir räumen jetzt die YouTube-Szene von hinten auf. Wenn man schon von Autoren angesprochen wird, dass die Videos cool sind. Gott, oh Gott, oh Gott. War mir ein bisschen unangenehm. Nach Stupido kann uns beiden ja auch nichts passieren. Nach Stupido ist. Moment. Hast du das letzte Video gesehen? Aus der Reihe? Ja. Ja, mit der Bemalung, die ich im Gesicht hatte? Ja. Also, diese Messetagebuchreihe war ein Quell der Freude, würde ich sagen. Ich hoffe, unseren Hörern hat das immer auch genauso viel Spaß gemacht wie euch. Uns war nichts peinlich. Genau. Jetzt sowieso nicht mehr. Das ist ja auch, ihr habt ja schon 4 Jahre mich ertragen müssen, da kann nichts mehr peinlich werden. Nein, aber Matthias, hast du die denn gesehen? Also du warst ja da jetzt ganz, das war ja so ein Projekt von mir und René und naja. Ja, ich habe mir die alle, ich fand das total toll, auch was zu haben, wo ich einfach mitkriege, was ihr macht. Also ich fand das super und also das muss jetzt nicht jeden Tag sein oder so, aber wenn du ab und zu dir einfach vor die Kamera setzt und 3 Minuten Video machst oder so, finde ich super. Einmal die Woche oder sowas, was ich gespielt habe oder wenn ich was gespielt habe, dann soll da irgendwie was kommen. Wie gesagt, Arne Spiels würde ich nennen. Hatte ich ja schon 2 Folgen gemacht, aber das wird noch mal ein bisschen. Genau, mach da noch ein bisschen. Ich probiere mich da einfach mal ein bisschen aus, weil Schreiben ist ja irgendwie 2014. Sagte der Herr, der tatsächlich toten Baum irgendwie mitgebracht hat von der Messe. Toten Baum? Ach, das Buch. Nee, das Buch ist noch bei René. Ach ja, vielen Dank an den Sven. Ja. Für das, Moment, wie hieß es denn jetzt? Verdammt. Heavy Metal. Metal Heroes. Heavy Metal Heroes, ja. Genau. Da werde ich mich mal irgendwie reinfuchsen, mal gucken. Gut, ich denke, wir machen hier einfach trotzdem mal unseren Schlussstrich drauf, also einen Deckel drauf und ein Schleifchen drum. Und also wir haben Ideen, wir haben, wie gesagt, die Patreone unterstützen uns da in den Ideen. Ohne euch würde das nicht so vorwärts gehen, weil
Und ich hoffe, dass ihr da auch was von habt. Also wie gesagt, die technische und allein schon die technische Ausstattung ist schon wirklich hilfreich. Und ja, durch die Patreoner konnte ich einfach den Zug umbuchen. Ja. Ja. Genau. Gut, kurzer Ausblick, was machen wir nächste Woche? Aber wir wollten es vielleicht noch erwähnen, wo man uns unterstützen kann, oder? Sag das, los. www.patreon.com/bretterwisser. Ganz einfach. Und falls ihr sagt, ihr möchtet uns irgendwie nicht über Patreon unterstützen, schreibt uns an, wir finden eine Lösung. Ich muss dem Rainer übrigens nochmal eine E-Mail schreiben, fällt mir gerade ein. Also es gibt da auch noch andere Möglichkeiten. Einfach direkt uns ansprechen. Wenn ihr sagt, ich habe keine Kreditkarte oder PayPal, finde ich doof oder. Das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Ja, das stimmt. So, jetzt darfst du die Schleife drum machen. Jetzt darf ich sagen, was haben wir nächste Woche? Nächste Woche haben wir ein kleines Special. Ich habe ein Interview geführt mit jemandem aus Gütersloh, gleich am Messemontag, also am Tag nach der Messe. Ich war da aus den verschiedensten Gründen. Auf jeden Fall haben wir mit dem Uwe Rosenberg habe ich eine Stunde lang gesnackt. Du hast dich verfahren. Ja, könnte man sagen. Es lag auf dem Weg, aber ich habe mich verfahren. Da habe ich halt also eine schöne 60 Minuten oder sowas aufgenommen. Das werden wir dann nächste Woche als Special senden. Genau. Da könnt ihr euch dann also drauf freuen. Und in 2 Wochen, wenn nichts dagegen läuft, haben wir eigentlich dann Interview mit dem hübschen Pärchen über ein gewisses Spiel, was bei dem Verlag mit der blauen Ecke rauskommt. Wenn da nichts dazwischen kommt. Hoffen wir einfach. Das hübsche Pärchen, damit sind wir doch gemeint, Arne, oder? Ja. Muss ich mir nur noch eine blaue Ecke suchen. Sollte da was dazwischen kommen, weil man weiß ja nie, machen wir was anderes. Das vielleicht auf irgendwie in 4 Wochen verschieben müssen, dann würden wir halt entsprechend etwas vorziehen. Dann müsstet ihr euch überraschen lassen. Aber ich bin jetzt einfach mal optimistisch. Denn jetzt wunderbar. Sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin optimistisch. Naja. Gut, bevor jetzt Anne anfängt zu singen, sagen wir lieber Tschüss. Achso, jetzt muss ich den Knopf drücken. Tschüss. Matthias, willst du auch Tschüss sagen? Nö. So, wir stehen hier am Stand von DLP Games mit dem Rainer Stockhausen. Ja, du hast, oder sag erstmal guten Tag. Ja, hallo, hier ist Rainer. Genau, ich, ja, ihr habt ja natürlich wieder was aufgefahren. Wir stehen hier gerade vor Bergen von Spielen. Aber ein Spiel scheint gerade so ein bisschen im Fokus zu stehen. Oder euer Fokusspiel, würde ich sagen. Ja. Das Altiplano, das Spiel mit dem Lama. Genau. Ist es verkehrt, wenn man sagt, es ist einfach nur Orléans Orléans anders gedacht? Ja. Oder ist das so gemein? Nein, nicht gemein, aber es ist eigentlich ist ja nur der Mechanismus des Backbuilding gleich oder ähnlich. Es gibt auch ein paar Unterschiede. Aber das Spiel ist eigentlich auch ganz anders entstanden. Es ist entstanden vor, weiß nicht, 3 oder 4 Jahren. Die Idee entstanden und dann war es ein Spiel, was überhaupt nichts mit Backbuilding zu tun hatte. Hat sich in verschiedene Richtungen entwickelt, war dann mal mit Karten und so weiter und irgendwann musste ich es immer wieder weglegen, weil ich nicht weiterkam oder weil es irgendwo gehakt hat. Und dann ist eigentlich erst relativ am Ende die Idee gekommen, da das mit Backbuilding zu verbinden, weil es einfach auch sozusagen durch Orléans die Möglichkeit war. Also Orléans hat quasi dem Spiel einen neuen Impuls gegeben. Genau, also das Backbuilding ist natürlich so, wenn man jetzt, ich treffe häufig Leute, die nicht so viel spielen und die sagen dann immer, wenn man dann erklärt, was für Spiele man hat, dann sagen die immer so, ach, das ist ja dann so ähnlich wie Siedler. Also das kennt wahrscheinlich jeder. Ist das Spiel so wie Siedler? Genau. Also es ist immer, kommt drauf an, wie tief man so in die Materie einsteigt. Wenn man jetzt nicht so viele Spiele kennt, sage ich mal, dann sind die Vergleiche immer, dann werden Vergleiche gezogen, die man als Spieler jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann. Und wenn man jetzt relativ oberflächlich Orléans und Altiplano vergleicht, dann sind sie ähnlich, aber wenn man in die Tiefe geht, dann
gibt es doch viele Unterschiede und entscheidend ist eigentlich ja dann im Ende das Spielgefühl und da denke ich, gibt es schon ein paar Unterschiede. Also Tiefe ist vielleicht ein spannendes Stichwort. Welches Spiel ist denn tiefer? Also ich denke, dass... Um mal bei dem Vergleich jetzt zu bleiben. Also ich denke, dass Altiplano tiefer oder auch schwieriger ist zu spielen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, die man da ausloten kann. Okay, also ich... Hat's jetzt nicht erwartet, oder? Nee, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Aber für jemanden, der jetzt weder Orléans noch Altiplano überhaupt kennt, worum geht's genau? Also, der Grundmechanismus bei beiden Spielen ist, dass man Plättchen zieht. Also bei Orléans sind es Personen, Charaktere, bei Altiplano sind es Waren oder Rohstoffe. Und da gibt es also verschiedene Sorten von und die kann man sozusagen, es gibt, um eine Aktion zu machen, muss man die verschieden kombinieren. Ja, zum Beispiel ist bei Altiplano so, da gibt es also die Farm. In der Farm kann man jetzt mit einem Lama zum Beispiel eine Nahrung produzieren. Oder man nimmt ein Lama und eine Nahrung und produziert damit Wolle. Oder man nimmt eine Wolle und eine Nahrung und produziert damit Tuch. Also man kann, es geht auch bei Altiplano darum, höherwertige Sachen zu produzieren aus Rohstoffen, zum Beispiel aus dem Lama eben die Wolle und dann das Tuch. Und wenn man dann die Aktion gemacht hat, dann kommen die Plättchen, bei Orléans kommen sie direkt in den Beutel und bei Altiplano kommen sie erstmal in eine Kiste. Mhm. Also das ist schon mal zum Beispiel ein Unterschied. Bei Altiplano ist es so, dass die Kiste erst dann in den Beutel geleert wird, wenn der leer ist. Das heißt, alle Plättchen kommen auf jeden Fall, die man produziert hat oder die man benutzt hat, um Aktionen zu machen, wieder in irgendwann wieder zum Vorschein. Mhm. Bleiben also nicht drin. Ja, das ist so der Hauptmechanismus. Und bei Altiplano geht es ansonsten darum, eben erstmal aus Rohstoffen Waren zu produzieren, aus den Waren höherwertige Waren, die bringen Punkte. Dann kann man aber auch mit diesen Waren Aufträge erfüllen. Oder zum Beispiel ein Lager füllen. Da ist es dann auch so, dass nach einem bestimmten Mechanismus die abgelegt werden und man bekommt dann nur Punkte, wenn man komplette Reihen gefüllt hat. Es ist so bei Altiplano, dass die Plättchen immer drin bleiben. Also wenn man was gemacht hat, wenn man zum Beispiel einen Alpaka und eine Nahrung verwendet hat, dann kommen die nicht raus aus dem Spiel, sondern bleiben drin, kommen wieder zurück in die Kiste und dann in den Beutel. Mhm. Aber eben wenn man einen Auftrag erfüllt, dann kommen sie ganz raus. Und wenn man das Lager füllt, dann kommen sie auch ganz raus. Insofern hat man natürlich dann auch wieder Kontrolle über den Beutel, was da drin ist. Mhm. Ja, das ist schon, glaube ich, ja. Aber es macht mich trotzdem total an. Wie kam das Thema drauf? Das Thema war auch eigentlich von Anfang an so, dass ich gern, also dieses, dass es so eben in der Bergwelt spielt. Mhm. War auch mal die Überlegung, so Himalaya oder was kommt. Europa war jetzt nicht unbedingt im Fokus, aber Südamerika war auch die Idee. Und dann brauchte man natürlich noch einen Titel, der das irgendwie zum Ausdruck bringt. Was bedeutet es denn? Bitte? Was bedeutet Hohe Altiplano, Ebene. Genau. Hohe Ebene? Genau. Plano. Ja. Plano kann man sich ja denken, ist Ebene, Plan und Alti ist halt hoch. Villa Riba und Villa Bajo. Nein. Also meine Idee war eigentlich mal so Highlander, aber eigentlich nur von der Wortbedeutung, also Highlander, aber das verbindet man eben mit Schottland und das wäre... Aber ihr habt jetzt schon so ein unique, dieses Lama, was da vorne drauf prangt. Ja. Ich sehe jetzt auch gerade T-Shirts, die ihr damit schon bedruckt habt. Das ist schon so ein bisschen, das sticht schon raus und ist halt was anderes, was ich gut finde. Ja, also hat sich auch gezeigt irgendwie so, wenn irgendwo ein Lama, also als die ersten
Entwürfe kamen, dann fanden alle total süß und positiv lahm. Behaftet. Und ich glaube so vom, es ist schon ja ein relativ komplexes Spiel, was eher vielleicht die männlichen Spieler anspricht, aber das Lama spricht das, sehr das, das die... sieht die Frauen ran. Ja, genau. Ja, bei Rolling Dishes, ne? Ja. Aber bei Orléans geht es ja auch noch weiter, ne? Da habt ihr jetzt ja auch noch mal nachgelegt. Ist das jetzt dieses Jahr jetzt erschienen? Nein, das war letztes Jahr schon. Oh. Das Handel und Intrige, meinte ich. Gut. Das, habt ihr sonst noch irgendwie was? Was also die... dieses Jahr ist noch Yokohama rausgekommen. Ja, das stimmt, ist das ja war im Frühjahr. In Lizenz, also keine Eigenentwicklung. Das war letztes Jahr von Japan Brand, die hatten 50 Exemplare, die waren noch nach 10 Minuten, glaube ich, ausverkauft. Ja. Und ist inzwischen auch schon noch bei Platz 120, 130 so etwa bei Boardgame Geek. Okay. Da haben wir also die deutsche und die französische Ausgabe. Cool. Gut. Also, wie gesagt, Altiplano, das geht auch gut runter von der Zunge. So Altiplano, ja. Das funktioniert. Kann man sich merken. Kann man sich auch gut merken. Ich glaube, das Bild kann man sich auch merken, wenn man es einmal gesehen hat, ist der Wiedererkennungswert doch relativ hoch. Ich bin gespannt, also ich möchte es auch jetzt gerne spielen, trotz alledem. Und danke für deine Zeit. Ja. Und wünschen wir dir noch eine erfolgreiche Messe. Danke. Gut, hast du noch was, René? Nee, das war's. Gut, alles klar. Danke. Dankeschön. Okay. Tschüss. Tschüss.